einen wunderschönen guten Nachmittag, frühen Abend. Wenn Sie auf eine Party gehen, das dürfen wir jetzt ja alle wieder, also wenn wir also auf so einer typischen Berliner Party stehen und mit jemandem ins Gespräch kommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass der oder diejenige irgendwas Kreatives machen. Ja? Künstler natürlich, Online-Marketing-Expertin oder Gründer. Denn das gehört ja jetzt eigentlich so zur Berliner Identität, Kreativität und Innovation. Diejenigen, die wir hier heute auf unserer Bühne ehren wollen, die gehören natürlich auch dazu, gehen aber noch deutliche Schritte weiter bzw. tauchen so ein bisschen tiefer ein. Denn jeder, der irgendwas im Digitalen macht, der hat natürlich mit Technologie zu tun, der nutzt zum Beispiel Online-Plattformen, der nutzt irgendwelche Shop-Systeme. Aber die Software und die Hardware, die dafür entwickelt werden, die Technologieentwicklung, die kommen von den Deep Tech Startups. Und die wollen wir hier in den nächsten 3 Stunden gebührend feiern. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu den Deep Tech Awards 22. Hier in dieser großartigen Location. Schön hier, oder? Finde ich auch. Hier im Spindler und Glatt mitten in €10.000 pro Kategorie, gestiftet vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und der Landesinitiative Projekt Zukunft der Senatsverwaltung für Wirtschaft. Und wer weiß, wie umfangreich und langwierig so ein Entwicklungsprozess sein kann und wie viel das eigentlich alles kostet, der kann sich vorstellen, dass dieses Geld sicherlich höchst willkommen ist bei unseren Gewinnern. Obendrauf gibt es noch das sogenannte Pressepaket, das nochmal so richtig die Gewinner jeweils in Szene setzen wird. Auf der, Seite, genau, Deep Tech Kampagne, mit allem Pipapo, also mit Videoporträt, mit Podcast und natürlich mit dem Titel Deep Tech Star für das jeweilige prämierte Produkt. Und es gibt auch ein paar Partner, die wir noch dabei haben, die es sich auch nicht nehmen lassen, die Gewinner dann nochmal zu prämieren, also aus den Finalisten sich ihre persönlichen Gewinner rausgepickt haben und dann nochmal so ein paar immaterielle Gewinne haben. Das ist zum Beispiel, sind das Mitgliedschaften in Netzwerken.
So, Sie haben ins Programm geschaut. Neben der Preisverleihung gibt es spannende Keynotes, die wir für Sie haben. Wir haben den Senator für Wirtschaft, Energie und Betriebe da. Und wir freuen uns außerdem auf Bastian Harlecker. Er ist vom Deep Tech Institut und ein echter Experte. Und außerdem werden wir Ihnen zeigen, wie menschlich künstliche Intelligenz sein kann. Wenn Sie unsere Veranstaltung begleiten wollen in den sozialen Medien, dann freuen wir uns natürlich sehr. Sie können natürlich dann auch die Gewinner entsprechend mitfeiern. Nutzen Sie dafür gerne den Hashtag DeepTechAward22, auf welchen Plattformen Sie auch immer unterwegs sind. Wir retweeten oder reposten das dann gerne. Ja, wenn der Standort Berlin seine Stärke als Informations- und Kommunikationstechnologiestandort in Deutschland und Europa noch ein bisschen ausbauen könnte, dann freut das vor allem denjenigen, der sich seit Ende vergangenen Jahres professionell und von Berufswegen her mit Berlins Wirtschaftswachstum beschäftigt, der gerne Arbeitsplätze haben möchte und Wohlstand anstatt von arm und sexy. Und der sogar schon überlegt, wie man denn Berlin zum Silicon Valley Europas machen könnte. Wie weit wir davon noch entfernt sind, das hören wir jetzt von Stefan Schwarz. Er ist der Senator für Wirtschaft, Energie und Betriebe hier in Berlin. Und das ist sein frenetischer Applaus. Liebe Jury, liebe Finalisten und Finalistinnen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer im Livestream, ich möchte Sie ganz herzlich zum diesjährigen Deep Tech Award begrüßen. Der findet ja zum 7. Mal statt. Ich denke, es ist trotzdem für einige von Ihnen eine Premiere und wie Sie jetzt vielleicht erraten können, nach der freundlichen Begrüßung ist es für mich auch eine Premiere. Insofern bin ich wahrscheinlich genauso gespannt und neugierig wie Sie heute auf die Einreichungen und natürlich auch auf die Gewinner. Normalerweise beendet man eine Rede ja mit Dankesworten, aber man beginnt nicht damit. Ich mache das heute mal umgekehrt. Ich möchte mich zunächst einmal ganz herzlich bedanken bei allen Expertinnen und Experten unserer Jury, nämlich dafür, dass sie sich auch dieses Jahr wieder mit vollem Einsatz engagiert haben und ihr Know-how in den unterschiedlichen Bereichen im Bereich KI, künstliche Intelligenz, genauso wie im Bereich Blockchain, IoT und Digital Security und eben auch im Bereich Social und Sustainable Tech hier so eingebracht haben. Dafür erstmal mein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Bedanken möchte ich mich auch an die vielen und verlässlichen Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartner der Deep Tech Awards. Einige sehen Sie hier auf den Wänden. Ohne sie wäre diese Veranstaltung mit den Awards auch gar nicht möglich gewesen. Insofern, hier wird schon deutlich, Deep Tech Awards ist auch eine große Teamleistung und es ist mir wichtig, das auch gleich an den Anfang zu stellen. Und das bringt mich dann auch gleich zu der Fragestellung, die Sie mir aufgegeben haben, nämlich wie gut ist die Berliner Wirtschaft für die Herausforderungen des digitalen Zeitalters gerüstet? Darauf gibt es, meine Damen und Herren, eine kurze und eine etwas längere Antwort. Die kurze politische Antwort lautet: Berlin ist die Hauptstadt der Innovationen, sie ist die Hauptstadt der neuen Technologien, die hier jeden Tag in der Stadt entstehen. Für die längere Antwort muss ich etwas ausholen, denn es passiert nämlich in Berlin wahnsinnig viel, damit Berlin nicht nur heute, sondern auch in Zukunft sehr gut gerüstet ist,
und die Innovationshauptstadt auch im digitalen Zeitalter bleibt. Die Corona-Pandemie hat ein Schlaglicht auf die Stärken und Schwächen unserer Wirtschaft insgesamt geworfen. Berlin ist relativ gut durch die Corona-Krise gekommen. Der Abschwung 2020 war weniger stark als im Bundesdurchschnitt und die Erholung erfolgte wesentlich schneller. Wir haben jetzt schon im ersten Quartal wieder einen dramatischen Aufwuchs an Arbeitsplätzen, 70.000 neue sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze sind entstanden. Hier merkt man, hier ist eine unglaubliche Dynamik und ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, dass die Digitalwirtschaft während der ganzen Krise und auch während der Erholung das Ass im Ärmel der Berliner Wirtschaft ist. Gerade in der Krise hat die Digitalisierung einen extrem starken Auftrieb erfahren und die enormen Potenziale vieler digitaler Prozesse, Geschäftsmodelle, Dienstleistungen unter Beweis gestellt. Alle haben das erlebt, alle Bereiche der Wirtschaft haben das erlebt. Homeoffice, virtuelle Konferenzen, digitaler Unterricht, Online-Shopping, Lieferdienste, Sie alle kennen das und da ist Berlin natürlich besonders stark. Zu diesem Erfolg haben fast 120.000 Menschen beigetragen, die im Berliner Ökosystem der Digitalwirtschaft tätig sind. Wir reden hier über private und öffentliche Investitionen in die digitale Wirtschaft. Wir haben übrigens im vergangenen Jahr einen absoluten Rekord erzielt, was Venture-Kapital anbelangt. 10,5 Milliarden sind in Berlin eingesammelt worden. Das macht mehr als 60% des Venture-Kapitals in Deutschland aus. Also wir haben hier eine absolute Spitzenstellung. Die Unternehmen haben sich mit einer unglaublichen Geschwindigkeit, und ich rede durchaus auch von konventionellen Unternehmen, also jetzt nicht nur von Start-ups, sondern von sozusagen den vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen, die wir hier in der Berliner Wirtschaft haben, unglaublich aufgeholt, was digitale Prozesse und Know-how in den Unternehmen anbelangt. Viele haben auch sich mit neuen Geschäftsmodellen beschäftigt. Und natürlich haben wir auch im Bereich der Deep-Tech-Anwendungen unglaubliche Fortschritte gemacht. Die Deep-Tech-Branche mit den von ihr entwickelten innovativen Technologien leistet einen extrem wichtigen Beitrag für die wirklich relevante digitale Transformation der Berliner Unternehmen über alle Branchen hinweg. Die Digitalwirtschaft, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, um zu verstehen, was hier am Wirtschaftsstandort passiert. Berlin hat in den letzten 10 Jahren immer überproportionales Wirtschaftswachstum gehabt. Wir waren immer stärker als der Bundesdurchschnitt. Und ein ganz wesentlicher Beitrag kommt aus der Digitalwirtschaft. 18% des Wirtschaftswachstums in Berlin kommen aus der Digitalwirtschaft. Ich glaube, das sind Zahlen, die deutlich machen für das, was hier passiert. Ich glaube auch, dass so ein Award auch die Funktion hat, das auch sichtbar zu machen. Denn viele Menschen wissen in der Stadt gar nicht, was hier passiert. Ich rede erstmal nur von den Menschen in der Stadt, aber auch außerhalb wissen das viele nicht. Und ich glaube, das ist immer wieder deutlich, hier ist ein Wirtschaftsbereich, der mit Fug und Recht auch sehr selbstbewusst mittlerweile auftreten kann. Wir haben in Berlin 287 KI-Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 500 Millionen Euro. Wir haben über 120 Startups im Bereich der Blockchain. Wir haben 250 Unternehmen im Bereich der Cyber-Security oder Digital Security, Unternehmen mit immerhin einem Jahresumsatz von 3 Milliarden und entsprechend starken Investitionen in dem Bereich. Und wir haben 250 Startups im IoT-Bereich. Ich glaube, das zeigt, dass Berlin attraktiv ist für die Branche und die Attraktivität Berlins und das hiesige Netzwerk sind trotz Corona groß und stabil geblieben und wurden sogar verstärkt. Wir sehen, dass zahlreiche Unternehmen mit ihren digitalen Sparten nach Berlin ziehen. Das sind nicht nur die ganz großen DAX-Unternehmen, die hierher kommen, sondern es sind auch viele robuste Mittelständler aus dem Maschinenbau und aus alten klassischen Industrien, die ihren Standort hier
ganz bewusst nach Berlin verlegt haben, weil hier die Innovation ist, weil hier die Fachkräfte sind. Dafür gibt es eine Reihe guter Beispiele. Zusätzlich dazu haben wir Gründungen von Hubs und Labs, die hier gegründet werden. Und in der Tat, Frau Berndt, die können dazu beitragen, dass Berlin vielleicht irgendwann sozusagen auf dem Weg zu einem europäischen Silicon Valley werden. Wir Berliner sind ja bekannt dafür, dass wir nicht immer bescheiden auftreten, aber ich glaube, man muss sich auch ehrgeizige Ziele setzen, auch gerade nicht nur in der Wirtschaft, da, sie tun das alle, sie alle zeigen auch mit ihren Einreichungen ihren Ehrgeiz und ihren Willen, Dinge zu gestalten, sondern ich glaube, das muss auch ein Anspruch der Politik sein. Ich denke da unter anderem an das KI-Hub, mit dem Berlin bereits international als Hotspot wahrgenommen wird. Das freut mich besonders, denn meine Verwaltung hat den Forschungsstandort gemeinsam mit dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz aufgebaut. Nach dem Willen der beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und soll das Zentrum zukünftig in der globalen Champions League vergleichbarer KI-Institute mitspielen. Zweitens denke ich auch an das IoT-Hub. Die starke Dynamik des hiesigen der hiesigen IoT-Szene überzeugte das Bundeswirtschaftsministerium. Sie können sich vorstellen, dass da viel Wettbewerb in den Regionen in Deutschland ist. Und die Dynamik überzeugte das Bundeswirtschaftsministerium Berlin im Rahmen der Digital Hub-Initiative als IoT-Hub zu deklarieren. Mit der Gründung des Vereins IoT Plus Network hat sich der Hub inzwischen zu einer selbsttragenden Struktur entwickelt. Genau das muss das Ziel von Förderung sein. Und das Internet of Things hat aufgrund der Pandemie, insbesondere im Gesundheitssektor, der in Berlin sehr, sehr stark ist, denken Sie allein an Bayer, denken Sie an die Charité und an viele Medizintechnikunternehmen. Der Bereich IoT im Gesundheitswesen hat hier sehr, sehr starke Aufwüchse erfahren. Beispiele sind Health Apps, also Corona-App, Luca-App etc., die Berliner Krankenhäuser, die mit unglaublich viel Sensorik gerade aufrüsten, zum Beispiel Sensoren, die an Robotern installiert sind zur automatischen Desinfektion, wer hätte das vor einigen Jahren gedacht, und auch natürlich logischerweise so Game-Changer wie Telemetrie und Telemedizin, die das Gesundheitswesen gerade revolutionieren. Ein drittes Beispiel für die starke Dynamik in Berlin ist der IT-Security-Sektor. Auch hier war die Pandemie natürlich Katalysator für das ganze IT-Security-Segment. Den erhöhten IT-Sicherheitsbedarf der Berliner Unternehmen hat auch mein Ministerium, die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe, erkannt und bietet mit der Digitalagentur Berlin seit März 2022 eine Unterstützung und Orientierung für Unternehmen im Falle eines Cyberangriffes. Ich glaube, das ist auch wichtig, gerade für die Berliner Unternehmensstruktur, die eben mittelständisch geprägt ist. Große Unternehmen, die können das selber handeln, aber gerade die kleinen und mittelständischen Unternehmen müssen hier sehr, sehr viel proaktiv tun. Und sie brauchen auch eine schnelle, unkomplizierte Unterstützung, wenn sie Angriffen ausgesetzt sind. Ein weiteres und letztes Beispiel an dieser Stelle, der Blockchain-Sektor. Jedes zweite deutsche Blockchain-Startup ist in Berlin ansässig. Ich finde, auch das zeigt, welche Bedeutung die Stadt für diesen Bereich hat. Ganz wichtig dafür ist der gemeinnützige Verein Bearchain e.V. Er vernetzt seit 2019 die Berliner Blockchain-Community und stärkt Berlin im globalen Blockchain-Wettbewerb als Hotspot. Die Senatsverwaltung für Wirtschaft hat den Nutzen dieser Technologie für den öffentlichen Sektor schon sehr früh erkannt
und erprobt dies bereits gemeinsam mit anderen Senatsverwaltungen. Ich glaube, auch das ist wichtig, dass man hier so ein Crossover hat zwischen den unterschiedlichen Ministerien, wenn man gute Anwendungen hat. In dem Fall ganz konkret in Umsetzungsprojekten wie dem Netzwerk Digitale Nachweise, welches unter anderem, wer hätte das gedacht, die Digitalisierung von Schulzeugnissen zum Ziel hat. Ich glaube, das ist eine super Anwendung, die so die Stärken der Blockchain auch einer breiten Öffentlichkeit vor Augen führt. Wir haben natürlich noch viel zu tun, meine Damen und Herren, und uns im Koalitionsvertrag auch einiges vorgenommen. Aber ich kann Ihnen sagen, wir sind schon mittendrin. Die Digitalagentur habe ich bereits erwähnt. Wir haben, weil das Thema für den Senat eine extrem wichtige Rolle spielt, auch das Thema Digitalisierung der Verwaltung. Ich glaube, hier ist extrem viel zu tun. Ich glaube, das können wir alle als Bürger dieser Stadt auch sofort so unterschreiben. Aber ich glaube, wir haben jetzt die Chance, eine Struktur aufzubauen, wo wir die Dinge, die Prozesse mit Ralf Kleindieck als CDO, als Chief Digital Officer, der eben sowohl bei Inneres als eben auch, und das zeigt die Wichtigkeit, bei der regierenden Bürgermeisterin sozusagen aufgehängt ist, da erhoffe ich mir wirklich nochmal so einen richtigen Push. Das wäre toll, wenn wir auch die Kompetenz, die wir in der Stadt haben, bei den Unternehmerinnen und Unternehmern auch nutzen können, um die Berliner Verwaltung richtig nach vorne zu bringen. Ich sage immer, Infrastruktur ist eine notwendige Voraussetzung für Wirtschaft. Die Wirtschaft folgt Infrastruktur. Das war schon im 19. Jahrhundert so, als Eisenbahnen gebaut worden sind und früher noch als Kanäle gebaut worden sind. Immer da, wo Infrastruktur gut ist, ist auch Wirtschaft stark. Dazu gehört Bildungsinfrastruktur. Und in einem Land wie Berlin oder einer Stadt wie Berlin, wo wir gerade auf den Digitalsektor setzen, ist aus meiner Sicht digitale Infrastruktur wirklich kriegsentscheidend und essentiell, um hier im Wettbewerb einfach besser zu werden und schneller zu werden. Und insofern hat sich der Senat hier auch vorgenommen, die digitale Infrastruktur, die schon im Vergleich zu anderen Bundesländern ziemlich weit oben ist, aber eben noch besser zu machen. Wir haben eine Gigabit-Strategie auf den Weg gebracht, wo wir bis 2025 flächendeckend in Berlin, also wirklich in jeder Ecke Berlins, eine Gigabit-Versorgung haben wollen. Wir werden das marktgetrieben machen. Das ist mir sehr wichtig. Das ist also nicht sozusagen das Land Berlin, was hier anfängt, Leitungen zu buddeln, sondern wir haben Vereinbarungen getroffen mit den Leuten, die es können, mit eigentlich allen Telekommunikationsunternehmen, die sich klar committed haben. Wir haben Letter of Intents gemeinsam unterzeichnet, gemeinsam mit den Bezirken, auch weil die genehmigungsrechtlich da eine große Rolle spielen. Wir sind alle überzeugt davon, dass wir das Ziel bis 2025 flächendeckende Gigabit-Versorgung in Berlin zu haben, dass wir das umsetzen können. Wir werden auch 5G flächendeckend in der gesamten Stadt umzusetzen, haben sich auch alle darauf committed. Wir haben noch ein Thema, was wir noch besprechen müssen, was mir sehr am Herzen liegt, was noch nicht geklärt ist, aber wo wir so kurz vor der Umsetzung auch stehen, dass wir auch unterirdisch, also sprich in der U-Bahn, auch da eine flächendeckende Versorgung haben. Und wir haben uns bis 2030 das ehrgeizige Ziel gesetzt, nicht nur Gigabit-Versorgung zu haben, sondern auch eine entsprechende Glasfaserversorgung. Das heißt, so dass wir die für Sie, glaube ich, extrem wichtigen Up- und Downstream-Raten und Geschwindigkeiten erzielen. Ich bin sehr überzeugt davon, da ist so viel guter Wille, gerade bei all den Partnern aus der Wirtschaft und in den Bezirken, dass uns das gelingen wird und dass das ein wichtiger Beitrag auch für Ihren Erfolg sein wird. Denn Berlin bietet auch weiterhin, glaube ich, exzellente Voraussetzungen für eine digitale und vernetzte Wirtschaft mit seinem wirklich einzigartigen Ökosystem und den Hubs mit allen Technologiefeldern, bestehend aus Forschungseinrichtungen, Business Angels, Startups, aber eben auch etablierten Unternehmen, die ihren Beitrag leisten können, die aber auch von dieser vitalen Szene profitieren können. Meine sehr geehrten Damen und Herren, freue mich heute, dass wir mit dem Deep Tech Award diese Innovation, die tagtäglich
in Berlin entstehen, sichtbar machen und mit einem Preis des Berliner Senats würdigen. Die über 70 Wettbewerbseinreichungen haben es der Jury wahrlich nicht leicht gemacht. Wer die diesjährigen Deep Tech Award Stars sind, werden wir gleich erfahren. Seien Sie mit mir zusammen gespannt. Ich wünsche uns allen viel Spaß bei der Preisverleihung. Vielen Dank, Stefan Schwarz. Wir sehen uns ja auch gleich hier auf der Bühne nochmal wieder, weil Sie werden die Preise nämlich übergeben. Sie dürfen sich jetzt erst nochmal hinsetzen. Es gibt noch ein wenig Verschnaufspause für Sie und noch ein wenig Spannung für unsere Gewinner gleich. Es ist ja einiges, worauf wir Sie dann festnageln können, ne? Gigabit und in der U-Bahn, digitale Verwaltung, 5G. Überprüfen wir spätestens nächstes Jahr dann wieder hier, wie weit wir da sind. Wie weit wir da sind. Man muss ja Fortschritte machen auf dem Weg dahin. Gut, aber Ziele muss man haben, definitiv. So, wir machen jetzt weiter mit Bastian Harlecker. Bastian Harlecker, auf den kommt man zwangsweise zu sprechen, wenn es um Deep Tech geht. Er ist der Mitbegründer des German Deep Tech Instituts und er ist Professor für Deep Tech Entrepreneurship. Übrigens der erste Professor in Deutschland für Deep Tech Entrepreneurship. Und er ist der Richtige, an den man sich wendet, wenn man die alles entscheidende Frage klären will, die jeden umtreibt, der eine tolle Deep Tech Innovation hat. Wie zur Hölle macht man daraus eigentlich ein gutes Geschäft? Dazu hat Bastian, ich würde mal sagen, die notwendigen Verbindungen und das richtige Telefonbuch und vor allen Dingen auch die Ideen und das Wissen. Einen großen Applaus bitte jetzt für Bastian Harlecker. Bitte schön. Okay, perfekt. Genau. Wir reden ja von Deep Tech, da muss man immer erst die Technik vorher einrichten, von daher ist das sehr gut. Ja, besten Dank für die Einleitung. Herr Senator, ich würde mir erlauben, etwas tiefer zu gehen. Ja, jetzt in der Einladung wurde ich angefragt, ob man so ein bisschen den Bogen spannen kann, weil es geht ja um den Deep Tech Award. Worum geht es denn da überhaupt? Also wenn wir über Deep Tech reden und über Deep Tech Startups und so weiter, worum geht es denn da eigentlich? Und wie können wir das tun? Das ist quasi etwas, wo ich Sie ganz kurz auf eine Reise mitnehmen will. Ich muss noch einmal gucken, welcher Klicker funktioniert. Der ist es nicht. Der ist es. Okay. Weil am Ende muss man immer wieder sagen, wenn wir über Ideen reden, sind eine Idee eine Invention. Das ist noch keine Innovation. Wie entsteht eine Innovation? Indem man eine Idee mit einer erfolgreichen, sag ich mal, Marktkommerzialisierung verbindet und multipliziert. Erst dann haben wir eine Innovation. So einfach ist es eigentlich und da erwische ich mich selber, aber auch alle anderen in der Welt, Politik, Medien, Wirtschaftsunternehmen, dass das nicht klar ist. Und darauf will ich halt so ein bisschen eingehen. Grundsätzlich, wie kommerzialisiert man das? Vielleicht nochmal zu meiner Rolle. Also ich habe mehrere Hüte auf, aber grundsätzlich bin ich jemand, der an der Schnittstelle zwischen, ich nehme da immer das nette Dino-Bild, also Dinosaurier-Unternehmen sind für mich etablierte Unternehmen, Corporates, Industrie, Mittelstand. Und auf der anderen Seite immer die schimmernden Einhörner und die Startups, die tatsächlich so ein bisschen diesen Aufbruch, dieses Neue, dieses Digitale repräsentieren. Und ich bin mit meinem Institut in der Mitte verortet, weil wir durch meine Professur, aber auch durch die enge Verbindung zur Berliner und Brandenburger, sag ich mal, Forschungslandschaft tatsächlich sehen, wie viel wahnsinnig gute Technologie, Potenziale, Leute, Labormitarbeiter wir haben, die alle tolle Ideen, Inventionen, Technologiepotenziale haben, aber die suchen immer nach einem guten Problem. Und wo liegen die guten Probleme? In der Industrie, in der Nische, im B2B-Bereich. Ja, und das sind so für mich die spannenden Elemente und das muss man unternehmerisch Startup-typisch angehen und lösen. Und dann haben wir irgendwo eine Verbindung, die sinnhaft ist und wo wir wirklich was Neues entstehen lassen können. So, und deswegen sage ich mal, ich bin der Connecting Entrepreneur und versuche da an dieser Schnittstelle unterwegs zu sein. So, aber vielleicht nochmal ein Claim, der mir immer wichtig ist. Ich glaube sehr stark an Kollaboration. Ja, Collaboration is the new competition. Lasst uns nicht mehr im Wettbewerb denken. Die Zeit ist zu schnell.
Wir sind in einer, sag ich mal, exponentiell wachsenden Veränderungsdynamik, die wir alle gar nicht mehr erfassen können. Wir reden nicht von einer Krise, sondern von Stapelkrisen und Krisenpermanenz und all so einen schönen Sachen. Wie will ein einziges Unternehmen, ein Mittelständler, ein Industrieunternehmen, ein Startup alleine in diesem Thema noch Geschwindigkeit aufnehmen und mithalten können? Glaube ich nicht mehr dran. Und das Schöne ist, und das macht dieses Konnektieren so spannend, auch zu sagen, es ist ja alles schon da. Lösungen sind da, Probleme sind da, Leute sind da. Das zu verbinden, das ist die große Kunst. Wir müssen also quasi nichts Neues mehr bauen, sondern an Kollaboration anstatt Wettbewerb denken. So, und ich greife nochmal, was der Senator gerade gesagt hat. Letztes Jahr war wirklich ein Bombenjahr in Berlin. Und ich will eine Sache trotzdem dazu einleiten, weil mir das immer so wichtig ist. Es war großartig. Es war großartig. 2021 in der Berliner Startup-Szene war eine reine Partystimmung. Man ist ja aus dem Feiern gar nicht mehr rausgekommen. Ja, und ich weiß nicht, sind ja auch viele Startup-Vertreter hier. Ja, Finanzierungsrunden bis da, sag ich mal, konnte man gar nicht mehr zählen. Viele Erfolge, viele Exits. Wahnsinn. Top. Super. Top. Heute habe ich eher das Gefühl, wir sind so ein bisschen, nicht alle, also ich will nicht übertreiben, ich will auch keine Schwarzmalerei machen, aber es verändert sich extrem gerade, extrem. Ja, also da kann man vor allem, sag ich mal, wenn man in den Venture Capital Markt reinschaut, da wird es extrem schwierig, schnell wachsende Startups, die viel Geld brauchen, zu finanzieren. Kapitaleffizienz ist das Stichwort der Stunde. Heißt im Umkehrschluss, es wird schwerer, große Unternehmen schnell skalierbar zu machen. Ist aber erstmal für uns, wenn wir sagen, wir sind im Deep Tech und sehr forschungsnah und wollen erstmal im Kleinen anfangen und die Welt revolutionieren, erstmal egal, weil Frühphase wird weiter finanziert, weil die wird eh erst in 5 bis 8 Jahren relevant. Ja, ich will nur sensibilisieren, so ein bisschen ist die Partystimmung vorbei und man konzentriert sich vielleicht auch mal wieder aufs Wesentliche. Ja, also man muss dem ja auch was Gutes abtun. Und das Handelsblatt hat ein schönes Bild, ja, diese eher Überbewertung. Und das meine ich vielleicht so ein bisschen mit dieser Trunkenheit. Man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, ja, das war wirklich eine hammerharte Stimmung und jetzt geht so ein bisschen Luft raus. Wir reden nicht von Dotcom und so, das ist alles Quatsch. Daran glaube ich nicht, sondern es ist eher eine, sag ich mal, eine Konsolidierung des Marktgeschehens und man nimmt mal ein bisschen, ja, Dampf raus. Und vielleicht nochmal die Unterscheidung jetzt, ne? Gerade Dampf rausnehmen, habe ich auch immer so ein Bild dabei. Um nochmal zu unterscheiden, worüber reden wir, wenn wir Deep Tech und Startup vergleichen. Die sind halt die schnellen Pferde. Ein Startup ist ein Unternehmen, was gebaut ist für Wachstum, für schnelles Wachstum. Das ist Startup. Das ist die inhärente Definition, Verständnis eines Startups. Aber das ist Horse Run. Man rennt um die Wette. Man ist schnell. Man braucht viel Energie. Ja, man schafft nur eine kurze Strecke. Und das wird schwieriger. Das wird definitiv schwieriger. Und dann finden wir doch lieber so ein etwas überdimensionelles Pferd mit viel Muskelkraft, in der Nische, ist vielleicht auch nicht so ganz hübsch und nicht schillernd, aber das ist Deep Tech. Und das ist auch der Charme daran, das ist auch verteidigbar, das ist stark genug, das kann vorankommen und so weiter. Und ich habe mal so ein paar Zahlen auch, die Überlebensfähigkeit, das ist jetzt eine US-amerikanische Studie, die Überlebensfähigkeit, links sind die Horse Run, die schnellen Pferde, und rechts sind die Zugpferde, die großen. Es fängt vielleicht weniger an zu gründen, aber die Überlebensrate ist höher. Weil sie halt stärker sind, weil sie halt ausdauernder sind, weil sie einen, ist für mich immer besonders wichtig, verteidigbaren Kern haben, der relevant ist und halt nicht zopp von jemand anders mit 100.000 Euro mehr Geld schnell nachgebaut werden kann. Und davon haben wir in Berlin relativ viele. Ja, also man sieht ja nur die Gorillas und Flinks, Quick-Commerce-Unternehmen dieser Welt, die sind ja alle gleich. Da geht es nur um Geschwindigkeit. Ja, und davon werden sicherlich nicht alle überleben oder es wird eine Konsolidierung stattfinden. Deswegen, spannenderweise, ja, auch für politische Fragestellungen, hat Deep Tech auch hinten raus eine höhere Wahrscheinlichkeit des Überlebens. Und was auch spannend ist, ist, dass die Art und Weise der Generationen sich verändert. Die Gründergeneration, wenn man nach Kreuzberg, oder wir sind ja in Kreuzberg hier, ja, Berlin hat man irgendwie das Gefühl, jeder ist ein Startup-er. Ja, Rauschebart, ein bisschen Yuppie-Style, in der Sonne draußen sitzen, die Zeiten sind auch vorbei. Es kommt eine neue Generation. Ja, und da will ich für sensibilisieren, weil ich das toll finde. So ein bisschen nerdy, ja, die vielleicht denn doch im Deep-Tech-Bereich eher forschungsnahen, aus dem Labor. Ja, vielleicht ein bisschen, wie gesagt, scheu, zurückhaltender, nicht halt der Bananenbieger im Sinne der Story, sondern eher der Schüchterne, der aber Technologie versteht. Und jetzt könnte ich fragen, wer das ist. Weiß jemand, wer das ist? Ja, Vitalij Buterin, ja, der Gründer der Blockchain Ethereum, ja, der ist 27 und da muss man
ist auch positiv gemeint, ist ein Nerd. Elon Musk ist für mich auch ein Nerd. Ja, aber sie glauben an Technologie und nutzen Technologie, um die Welt zu revolutionieren und zu verändern. Und diese ganzen Themen befeuern das Deep Tech-Thema extrem, sodass es gerade im letzten Jahr, ich habe mal nur so ein paar Zeitungsausschnitte abgemalt, da war wirklich viel los und das geht weiter. Jetzt findet sogar in einigen Regierungsprogrammen Einklang, Förderprogramme sind aufgesetzt. Ich meine, der Deep Tech Award, den gibt es ja schon lange. Ja? Da kann man sagen, Berlin war ja relativ schnell dabei und hat gesagt, okay, das Thema müssen wir fördern. Ja? Also da ist auch eine Möglichkeit, den Markt zu kreieren, für Berlin vielleicht das Deep Tech noch stärker zu spielen, weil es in der Welt auf einmal entdecken, dass alle, ja, die Amerikaner und mit mehr aus der Forschung heraus das Potenzial nutzen, ja, in UK, die sind ja auch sehr forschungsstark, ja, wir müssen mehr aus der Forschung raus, und da geht so viel Geld rein, aber es kommt nicht genug raus. So, und das ist etwas, was so ein bisschen der Treiber und die Motivation sein sollte. Und nichtsdestotrotz hat das alles dazu geführt, dass wir, natürlich sind Apps toll, ich finde es toll und cloudbasierte irgendwas und ein bisschen Softwarelösung hier, aber wir steuern auf ein Deep Tech Jahrzehnt zu, oder ich würde sogar sagen, wir sind mittendrin. Ja, weil wir einfach sagen, wir sind an der Zeit, es geht um B2B, es geht um Impact, es geht wirklich um Nische, um wirkliche Breakthrough Technology. Nicht nice to have Innovationen, die halt schnell kopierbar sind, sondern wir kommen in eine neue Dekade und die, sag ich mal, oder ich würde schon sagen, wir sind mittendrin. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen weiter gucken und sagen nochmal, was ist ein Deep Tech? Ja, und für mich ist Deep Tech hat immer eine sehr forschungsnahe Identität. Es kommt in der Regel aus der Forschung, ja, und findet dann den Weg, dass man aus Science Fiction endlich mal Science Fact macht. Und ihr kennt es alle, wenn man so Science Fiction Filme sieht, glaubt man immer, okay, ja, irgendwie guckt euch Science Fiction Filme vor 20 Jahren an, jetzt ist alles Realität geworden. Aber wo kommt das her? Wo kommt die ganze Technologie fürs iPhone her? Das kommt alles, sag ich mal, aus der frühen Forschung, meistens sogar aus der militärfinanzierten Frühphasenforschung. Ja, das sind alles Grundlagentechnologien, die mal gelegt wurden. Ja, und darauf will ich halt immer hinweisen und sagen, da müssen wir sensibilisiert sein zu verstehen, was kommt da noch auf uns zu. Also, Deep Tech hat immer, nicht im Sinne von wir schürfen tief, das hat damit nichts zu tun oder ist besonders komplex und niemand versteht es. Nein, das hat immer diesen Bezug oder den Ursprung der Forschung und hat eine gewisse Charakteristik, wirklich eine Veränderung zu schaffen. Und dann gibt es verschiedene Kategorien. Ich würde gar nicht, ja, also die hier dran stehen, lassen sich sicherlich auch definitiv dazu ordnen, aber die Oberkategorien sieht man ja so ein bisschen Blockchain, AI, Quantencomputing und so weiter. Und das Spannende ist, und da bin ich halt ein großer Fan auch von Berlin, wir haben fast alles. Das kennt nur niemand. Ich war letztens auch bei einem Institut, die machen Photonic Electronic, ich wusste vorher gar nicht, was das ist, also alles was Laser, also die Zukunft der Lasertechnologie. Ja, wir haben das DFKI schon angesprochen, alles für KI-Themen. Ja, die FU kümmert sich jetzt ganz stark um so Quantencluster. Ja, da war ich letztens in Potsdam-Golm, also man darf ja die Brandenburger auch nicht vergessen, wo einfach, das ist ein riesiger Wissenschaftsstand mit 10.000 Mitarbeitern, Quantenphysik, Quantenmechanik, Wahnsinn. Wir haben 50 Hochschulen und Forschungsinstitutionen in Berlin. Das ist für mich wahnsinnig beeindruckend. Also wir kamen zu allen dieser Kategorien, haben wir grundsätzlich Dinge, die da stattfinden. Und der entscheidende Trigger, der mir extrem wichtig ist zu erklären, ja, warum ist es denn so schwer oder das gab es schon immer. Nein, wir müssen eine Sache neu denken. Und das für mich, wir müssen Deep Tech, die Charakteristik, wir entwickeln einen Algorithmus aus der Forschung, aus einer Doktorarbeit, irgendwo gibt es eine wissenschaftliche Grundlage, es gibt ein Paper dazu veröffentlicht. Das ist Wissenschaft, das ist das Fundament. Das ist aber nur für die Wissenschaft relevant. Das liest keiner, das kennt keiner, das ist keine Applikation, das löst kein Problem, kein gar nichts. Da sind wir auch sehr, sehr stark drin, weil wir eine riesengute Wissenschaftslandschaft haben. Die Frage ist, wie kriegt man aus diesem Schritt, aus diesen Science Fundamentals, tatsächlich eine Institution ausgegründet? Das sind die sogenannten Spin-Offs oder Spin-Outs. Das sind aber nicht, und das ist unser Denken, unser Fehler im Denken, das sind keine Hyper-Scaling-Startups. Das sind eben die sogenannten Nerds, das sind eher Engineering-ähnliche Büros, Institutionen, 10 Mitarbeiter, die hängen auch meistens an der Uni noch, die machen noch ein bisschen Lehre, die machen ein Forschungsprojekt, die gehen um 17 Uhr nach Hause, da ist nichts mit Hyperscaling. Das sind halt eben die Möglichkeiten, wenn wir verstehen, dass ein Building Block, ein Spin-Out hat eine Algorithmik für ganz viele verschiedene Applikationen. Und ich könnte euch hunderte Beispiele erzählen, wo ich das immer wieder erlebe, wenn man diese Zwei-Stufen-Logik anwendet und sagt, aha, du bist ein Forschungs-Startup, ein Deep-Tech-Startup, aber du bist halt eben kein Hyper-Growth-Startup, sondern du bist in dem, was du bist, richtig gut und bleib bitte dort.
macht nicht den Forscher und Labormitarbeiter zum Unternehmer. Das funktioniert nicht. Und das ist unser Grundproblem, sag ich mal, international auch. Und wir müssen verstehen, dass obendrauf die Applikation, dafür braucht es Gründer, dafür braucht es junge Menschen, die halt daran geführt werden und sagen, guck mal, hier gibt es einer, der hat einen tollen Algorithmus, eine tolle Formel, eine tolle Mechanik entwickelt, der weiß gar nicht wofür. So banal wie es klingt, der hat gar kein Problem dafür. Der weiß gar nicht, wie man daraus ein Produkt baut, geschweige denn noch ein Geschäftsmodell, wie man den Go-to-Market macht, wie man das Pricing baut, wie man die, wissen die nicht. Sie können den Kern und das ist okay. Und diese mehrdimensional, diese Zweistufigkeit, das ist eigentlich so ein bisschen der Trigger, den ich immer versuche jetzt anzuwenden, sowohl bei uns am Institut als auch in meiner Hochschule, in der XU, auch anzuwenden und zu lehren und zu lernen, weil man dann halt besser versteht, was bringt das eigentlich. Und ich wollte ja die Frage noch beantworten, wie kann es in der Kommerzialisierung aussehen? Heute denken wir immer in Technologie, Transfer und Kommerzialisierung immer an die ersten drei. Also entweder wir lizenzieren es aus, da gibt es dann die Lizenzoffices an den ganzen Hochschulen, oder wir machen halt, verkaufen das an irgendjemanden, oder wir machen halt irgendwie ein Spin-off. Und das soll möglichst dann irgendwie wachsen. Es kann gelingen, ich will nicht sagen, dass es nicht funktioniert, aber wenn man meiner Building-Block-Charakteristik folgt, ist es doch viel besser zu sagen, naja, wir haben ein Startup, ein Spin-out, das kann etwas ganz besonders gut. Und dann gibt es eine Applikation, ein Gründerteam, was sich diese Algorithmik lizenziert, mitnimmt, rausnimmt, abschneidet und sagt, okay, diese Algorithmik nutzen wir für den Industriebereich X und bauen darauf ein erfolgreiches Unternehmen in diesem Bereich. Ja, und der Entwickler und der Deep Tech Engineer bleibt dann nah bei seinen Themen. Das ist die Grundphilosophie, wo ich sage, damit können wir es schaffen. Damit haben wir die Chance, diese ganzen Forschungs- wir treten die Gründer jetzt alle in so ein, die Forscher alle in so einen Gründerwahn, das können wir uns sparen, weil das bringt dann nichts oder bringt nur ganz selten was. Weil die wollen halt auch in der Regel nicht eine wachstumsorientierte Gründung, schon gar kein Venture Capital oder sonst dergleichen. Ja, das sind so die Grundmechaniken, die dahinter stehen. Und wenn ich dann mit Hochschulen, und wie gesagt, gibt ja X in Berlin, und ich spreche auch mit allen, das ist halt schön, es gibt Science in Startup und es gibt diese angesprochenen Labs, auch von den Hochschulen, Ausgründungszentren und so. Und das Schöne ist, die finden das alle gut, die verstehen das. Sie überschätzen nur in der Regel die Technologie. Ja, und das ist halt das, was wurde ja nett eingeleitet. Ich bin halt jemand, der, ich bin halt Business. Ich bin halt jemand, der Entrepreneur ist und kann. Es wird immer überschätzt, der Wert der Technologie. Ja, da haben wir schon 10 Jahre dran geforscht. Es ist eine Idee, ist klar ein bisschen mehr entwickelt und so, aber es ist nichts wert. Solange du keinen zahlenden Kunden, wiederkehrendes Business hast, einen Fuß in der Tür, im Markt und so weiter, ist es halt leider nichts wert. Das muss man ehrlicherweise sagen. Und da gibt es einen Faktor, der kommt vom MIT, da sagt man sogar, dieser Transfer, Deep Tech, also ein Deep Tech-Thema, in den Markt erfolgreich zu bringen, ist 10 bis 100 Mal größer, als die Technologie überhaupt zu entwickeln. Und wenn wir überlegen, wie viel Forschungsgeld in Technologieentwicklung geht, da wird es schwierig. Aber mit dieser Zweiteilung gelingt es uns dann am Markt auch entsprechend Geld dafür einzusammeln. Weil dann auch klar ist, ich kann damit auch wachsen auf der Applikationsebene. So, das ist so die Grundthematik, die ich sehe bei Deep Tech. Und für Berlin sehe ich halt die große Chance. Ich habe mal hier das Berliner Symphonieorchester genommen und habe gesagt, wir haben hier so viele tolle Sachen. Ja, adressiere ich auch mal an die Politik, an alle etablierten Player, die hier aktiv sind. Wir müssen mehr in so einen Takt kommen. Jeder macht seins. Das muss man ehrlicherweise sagen. Ja, den Deep Tech Award kannte ich länger, aber ich habe heute schon wieder 2 Leute kennengelernt, die haben mir von einer Initiative erzählt. Habe ich noch nie gehört. Ja, und ein Forschungsstand hier und hier gibt es ein Programm und so weiter. Wir müssen mehr in dieses Zusammenschwingen kommen. Und wissen Sie, welches Ökosystem zu diesem Thema sehr, sehr spannend ist, sich mal anzuschauen, ist die Unternehmertum in München. Das Gründungsnetzwerk. Ist halt auch nicht ein Programm für alles, sondern ist halt die spielen halt in einem Takt, in einem Orchester. Ja, und da spreche ich auch mit vielen jetzt, die heute hier sind, ob wir nicht sowas für Berlin auch schaffen. Dass wir es so ein bisschen mehr transparent erstmal reinkriegen. Wo findet ein Deep Tech Gründer Laborfläche, der ist verloren. Geschweige denn, wenn er denn kein Deutsch spricht, dann hat er verloren. Ja, oder wo gibt es gerade welche Programme? Wo findet gerade ein interessanter Event statt? Wo finde ich Personal? Die ganz einfachen Sachen. Ja, das ist halt mühsame Arbeit. Oder Leute, die mich dann kennen, rufen mich an und sagen, Bastian, wo muss ich denn hingehen? Aber das kann ja nicht die Lösung sein. Das skaliert ja dann wiederum nicht. So, und das bringt mich dann immer dazu, wir müssen dieser Logik einfach immer folgen. Wir brauchen immer ein Stück idealerweise Building Block, eine 10x, sagt er mal so 10x-Technologie. Wir brauchen halt ein Entrepreneurship, Mindset, Gründerpersönlichkeit oder, sag ich mal, auch ein Team, die dann da sagen, okay, ich will halt nicht den nächsten Weinmarktplatz. Kann man alles machen, alles gut.
aber es rettet uns auch nicht. Es wird auch nicht am Markt einfacher werden, Geld einzusammeln dafür, sondern wir müssen uns an diesen fundamentalen Sachen abarbeiten und wir brauchen dann gerade B2B, der Zugang zur Industrie. Die Industrie, der Mittelstand in Berlin, wenn ich mit dem Bauunternehmen in Berlin spreche, die zeigen 1000 Probleme auf. Ja, und da sind auch spannende Dinge dabei, wo ich sage, ich will ja nicht das eine Problem bei einem Bauunternehmen lösen, das interessiert uns nicht. Aber wenn ein Bauunternehmen ein Problem hat mit XYZ, dann haben das vielleicht alle anderen auch. Und schon haben wir einen Startpunkt, wo wir darüber nachdenken können, kann da Technologie, Deep Tech tatsächlich helfen, das entsprechend zu lösen. So, das ist so die Grundformel, der ich folge. Wir als Institut, vielleicht dazu noch den kleinen Call to Action, wollen tatsächlich so ein bisschen dieser Launchpad sein. Also erstmal dieser Vermittler, dieser Enabler, das Handreichen für diese unterschiedlichen Themen. Ja, aber B2B. Für uns B2B gesetzt. Also B2C-Themen brauchen wir nicht machen. Wir haben in Deutschland einen starken Mittelstand, der muss auf die nächste Stufe gehoben werden. Ja, dieser Enabler für Founder. Also wir laden auch immer Gründer und Gründerinnen ein und zu sagen, okay, wie gesagt, App, Hundeausführ-App, alles okay, könnt ihr alles machen. Ja, lernt auch viel. Aber jetzt mal von der Relevanz her können wir, wie gesagt, schon der Shortcut sein und eine Abkürzung schaffen. Ja, dieses Orchestrieren, na, sind wir gerne bereit, arbeiten wir auch stark dran, dass wir das hier in Berlin und auch vielleicht Brandenburg übergreifend ermöglichen können. Und am Ende, und das sage ich aus ganzem Herzen als Familienvater, wir haben auch echte Probleme, die wir lösen müssen. Ja, und da kommen wir halt nicht mit dem Weinmarktplatz weiter, sondern wir haben so viel infrastrukturelle Themen, ja, aus der Nachhaltigkeitstransformation getrieben und aus anderen Krisen getrieben, da müssen wir ran. Und Technologie ist da. Ja, wir haben für alles, wahrscheinlich jedes Problem in der Welt eine Technologie. Wir brauchen halt die Gründer dafür und wir brauchen diese Plattform. Und dann können wir auch loslegen und können tatsächlich was Gutes bewirken, in Berlin den echten Deep Tech Standard aufbauen. Gut, Abschlussstatement immer von Yoda. Normalerweise kommt dann wieder ein Video noch dazu. Tu es oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen. Besten Dank. Bastian Harlecker, ganz herzlichen Dank. Ich als Familienmutter sage übrigens, wir brauchen mehr Einhörner. Unbedingt mehr Einhörner, sagt meine Tochter. So, vielen herzlichen Dank an dieser Stelle. Es wird jetzt spannend. Bevor wir zur ersten Kategorie kommen, würde ich Ihnen gerne so einen kleinen Fahrplan geben, wie wir das machen, weil das wird jetzt in jeder Kategorie gleich sein. Wir werden mit den Videos der Finalisten starten, die sich eigentlich am besten vorstellen können und das, was sie machen. Ich habe heute noch mit einem Freund telefoniert und meinte, ach, erzähl mir doch mal alles, was du so über Deep Tech weißt. Und er meinte, weißt du was, da rede ich den ganzen Tag mit jemandem und am Ende weiß ich es immer noch nicht, obwohl der in der Szene unterwegs ist, weil das ja manchmal nicht ganz so einfach. Deshalb werden wir das in den Videos, in den Pitches uns eben von den Finalisten selbst erklären lassen. Dann kommt der Senator wieder ins Spiel. Stefan Schwarz, Sie können gleich zu uns nach oben kommen, gleich zu mir nach oben kommen, weil er wird nämlich derjenige sein, der den Gewinner verkünden wird. Kommen Sie ruhig hoch und gerne nochmal einen Applaus. Das Ganze auch ein ordentliches Gewicht bekommt. Und danach wird es eine Laudatio geben von einem oder einer aus der Jury, denn für jeden einzelnen Bereich gibt es drei unabhängige Experten, die sich an diese schwierige Aufgabe gemacht haben und die ganzen Einreichungen durchforstet haben und sich dann entschieden haben, wer denn der Gewinner oder die Gewinnerin wird und wird uns dann auch verkünden, wieso, weshalb, warum. Dann gibt es natürlich die Preise und den Scheck und dann machen wir weiter mit der nächsten Kategorie. So, jetzt will ich Sie aber nicht weiter auf die Folter spannen, außer vielleicht damit, womit es losgeht. Mit der Blockchain nämlich, Sie haben es gesagt, 120 Blockchain-Startups gibt es hier in Berlin, das ist jedes zweite ungefähr, im Vergleich zu ganz Deutschland oder jedes zweite in ganz Deutschland sitzt hier in Berlin. Ja, und aus denen musste man jetzt mal einen Gewinner ermitteln. Drei Finalisten sind es geworden. Wir gehen mal so ein bisschen zur Seite und geben Ihnen die Bühne, sich jetzt selber, sich und Ihr Startup vorzustellen. Hello everyone, I'm Kutlan Hakan, Founder and CEO of ChargeEasy. ChargeEasy, blockchain-based wireless charging hardware service and shared bidirectional charging solution for electric cars. In our system, every car and every charging station represented by the keys, when you're doing an energy session, we match these keys and creating a block and keep all the information here for improving the customer experience for the next charging sessions. When you're doing a charging session, we
we produce a token for you. And after that, according to your consuming amount, we tokenize your carbon offset credit for the next charging session. You can directly sell, share, or borrow from the system this token and use for the new charging experience in the future. And our team coming from around the world and average 5 years experience about the software, mobility, and energy industry. For the better and green future, please use ChargeEasy. Hi, I am Thomas, lead developer of Flociety. I know many of you run well-organized and streamlined business, but how do you deal with your partners? PDF exports, emailing critical information? Business communication is error-prone and time-consuming. Here at Flociety, we are building a workflow engine across companies. Automate workflows with your partners and exchange data securely between the systems involved. We offer a unique combination of a private blockchain, encrypted off-chain storage, and plug-and-play connectors. Flociety is me, our CEO Sophia, product designer Tim, and Maren in marketing. Journey with us into a more efficient world and accelerate your business communication. Hallo, hallo Leute, hier ist der Leo von Style Protocol. Wir freuen uns sehr, bei den Deep Tech Awards hier in Berlin mit dabei sein zu dürfen in der Kategorie Blockchain. Danke dafür. Wir bauen ein NFT-Interoperabilitätsprotokoll. Klingt umfangreich, ist im Grunde nichts weiteres als die erste Infrastruktur, die dafür sorgt, dass NFTs, also virtuelle Güter, Assets, Objekte, weiß ich nicht, Haustiere, Anziehsachen, zwischen den ganzen entstehenden Metaverses, Games und virtuellen Welten nutzbar sein werden. Wir sitzen hier in Berlin mit 20 Mann und ja, falls es irgendwie noch die Möglichkeit gibt, hier für uns mitzuvoten, gerne die Stimme dalassen. Wir bringen euren NFT ins Metaverse. Falls nicht, freue ich mich, euch alle hier heute Abend persönlich kennenzulernen. Viel Erfolg auch den anderen Participants. Danke, dass wir dabei sein dürfen und schönen Abend euch allen. Ja, gerne einen Applaus. Ein Applaus für unsere Finalisten. Das waren Style Protocol, Flociety und ChargeEasy. So, und jetzt kommt der Moment. Herrn Schwarz. Erstmal Ihr Mikrofon. Jetzt leuchtet es auch. Das ist jetzt wie bei und, den Oscars. Das ist jetzt ein bisschen wie bei den Oscars. Ich habe es hier. Ich habe ihn hier. So. Ich weiß auch nicht, wer drin steht. Ich auch nicht. Sie wissen es auch noch nicht, aber wir alle werden es gleich in. Mal gucken, wie spannend er es macht. Ah. Seite noch was steht. Nein. Also, wir haben es gerade gesehen, es ist Style Protocol. Ja! Einen großen Applaus, herzlichen Glückwunsch zum Gewinner des Deep Tech Awards 2022. Von ganz hinten, ja, bitte unbedingt. Wir wollen den Gewinner sehen, die Gewinner. Der Gewinner, er kommt alleine. Und jetzt müssen Sie nochmal so richtig, ja. So richtig feiern. Ja, na klar. Wenn das okay ist. So, genau. Ist darf ich okay. Ich halte das mal. Es gibt natürlich was. So, jetzt gibt es erstmal logischerweise den Award. Und natürlich die Urkunde. Die könnten wir eigentlich auch mal in Blockchain-Technologie machen. Ja, als NFT, ne? Also, vielleicht wäre das mal eine Idee für den nächsten Award. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und ich nehme noch schnell das Mikrofon. So, und? Damit gerechnet? So ein bisschen damit gerechnet? Naja, es waren ja 3 Leute dabei. Achso, wir haben den ersten Platz gewonnen. Ja. Will! Das war so ja, nicht Hammer. Abgesprochen. Cool. Ja, herzlichen Glückwunsch, Sie sind der Gewinner. Ja, danke schön. Sie und Ihr Team. Hammer. Ich dachte, Sie machen von hinten so 3, 2, 1 und ich habe mich schon gefreut, so hey, dritter Platz, auch cool. Deswegen sind Sie so zögerlich nach vorne gekommen hier. Ja, cool. Ja, vielen ja. Dank hier, also. Berlin und Senat, alle super geil, Leute. Er hat also nicht so richtig damit gerechnet. Nicht damit gerechnet, nee. ja. Da kommen ja 10.000 Euro mit, ja. Also ja, auch das schön, dass es eben nicht nur um Ruhm und Ehre gibt. Haben Sie schon eine Idee, wo das Geld hinfließt? Ja, schon, ins Development halt. Ne? Also wir sind ja dabei, ein Interoperabilitätsprotokoll zu bauen und wir haben
ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber wir haben auch einen Token-Launch upcoming im September. Und so eine Cryptocurrency zu vermarkten ist halt schon nicht gerade billig. Das heißt, es geht wahrscheinlich in Marketing/Development. Okay, dann unseren herzlichen Applaus nochmal für allen und viel Spaß zum Feiern. Wie groß ist Ihr Team? Wir sind knapp 20 Leute. Die Hälfte davon sitzt hier lokal und die anderen so plus minus 4 Zeitstunden. Dann reicht es aber auch jetzt für eine Runde Champagner für alle, oder? Absolut. Also die jetzt gleich noch vorbeikommen, da wird was getrunken auf jeden Fall. Ja. Okay, alles klar. Vielen Dank. Ach so, ich habe um Gottes Willen. Ich wusste doch, irgendwie geht das so schön, dass Sie das machen. Schön, dass Sie das machen. Bei mir ist das auch noch, das läuft dann jetzt nach der ersten Proberunde sozusagen. Sie, es gibt natürlich eine Laudatio, weil diese Frau ist, hat nämlich sehr viel durchgeschaut und sich sehr viel angeguckt und sich sehr viel Arbeit gemacht, zusammen mit den zwei anderen. Genau, es gibt ein Jury-Team, drei Mitglieder. Sie ist die eine davon, sie heißt Katharina Adam, ist Professorin an der Hochschule für Technik und Wirtschaft hier in Berlin. Wenn man Wirtschaftsinformatik studiert, dann hat man es mit Ihnen zu tun, ist das richtig? Nicht zwingend. Wirtschaftsingenieure, und sie forscht sehr viel zu Blockchain und Anwendungsmöglichkeiten. Wir sind jetzt sehr gespannt zu hören, warum die Wahl darauf gefallen ist. Bitte schön. Ja. Guten Abend, meine Damen, meine Herren, und einen herzlichen Glückwunsch auch an das Gewinnerteam. Wir haben uns bewusst diese Sache nicht sehr einfach gemacht. Wir hatten tolle Einsendungen, tolle Bewerbungen lagen vor und im Team natürlich entschieden, wer sollte denn der Gewinner sein. Es kann am Ende leider nur ein Gewinner sein. Es war knapp in diesem Jahr, aber am Ende dann doch wiederum überzeugend und dem Award gerecht werdend. Wir haben hier heute gehört, was Deep Tech als solches repräsentiert. Und das konnten wir eben auch feststellen. Was stellt denn Style-Protokoll her? Was versprechen Sie uns? Nämlich eine Infrastruktur für das, was demnächst alles auf uns zukommt, nämlich das Metaversum, in dem wir uns dann zukünftig aufhalten werden. Und da vielleicht nur noch mal ein kurzer kleiner Hinweis, was ist denn, worüber reden wir denn da an dieser Stelle? Wir wollen uns in einer Welt bewegen, im Allgemeinen wird eben unter dem Metaversum eine gemeinsam genutzte Welt, virtuelle Welt verstanden. Nur für viele außerhalb dieser Community ist das tatsächlich noch mit böhmischen Wäldern versehen. Was mache ich da, wie geht es vorwärts, wie kriege ich überhaupt Zugang dazu und so weiter. Und demzufolge, dass wir hier feststellen, dass ein Unternehmen daran arbeitet, genau dieses zu ermöglichen in den diversen Arten und Weisen, dass wir diese neuen virtuellen Welten betreten und nutzen und auch für Business Models anwenden können. Das halten wir für sehr, sehr förderungswürdig. Und das ist auch der Grund, warum wir uns dafür entschieden haben. Wenn man sich die Webseite von Style-Protokoll anschaut, dann kann man sehen, zu Recht verweist Style-Protokoll darauf, dass man NFTs im Grunde genommen überall bekommen kann. Das ist also nicht die große Innovation. Und was ich auch sehr spannend fand auf der Website zu sehen, dass Style-Protokoll darauf verweist, dass Social Media in der Form, so wie wir es heute kennen, über all die ganzen Plattformen, demnächst wohl nicht mehr so relevant sein wird, wenn wir uns tatsächlich in den Metaversen aufhalten werden. Und was das Ganze aber voraussetzt, ist, und das haben wir heute schon in den Vorreden gehört, Infrastruktur. Und das Bilden, Bauen, Aufsetzen dieser Infrastruktur ist notwendig. Und deswegen hat uns die Lösung dessen, was wir an Einreichungen erhalten haben, mit dem Blick, was der Deep Tech Award am Ende auch repräsentieren soll, da hat uns Style-Protokoll überzeugt, weil hier wird an Infrastruktur gebaut, die dann in anderen Variationen von sicherlich ganz vielen anderen Business-Nutzern und Modellierern, Unternehmern, Entrepreneurs genutzt werden kann für unendlich viele neue, für uns noch gar nicht vorstellbare Geschäftsmodelle. Und aus diesem Grunde möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass wir so tolle Einreichungen hatten. Wir mussten uns für eine Lösung, für einen Gewinner entscheiden. Wir haben es mit Freude gemacht und ich glaube, wir werden viel erwarten dürfen von Style-Protokoll. Deswegen im Namen der gesamten Jury herzlichen Glückwunsch, dass Sie den ersten Platz gemacht haben. Katharina Adam, meine Damen und Herren. Ganz herzlichen Dank, Katharina Adam war das. Wunderbar, ganz herzlichen Dank. Sie haben ein bisschen aufgehorcht, Social Media gibt es vielleicht bald nicht mehr.
oder wird nicht mehr so eine Bedeutung haben. Ja? Haben Sie einen Social Media Account? Ich habe einen Social Media Account. Und posten wie oft? Gar nicht. Ach so. Ach, Sie posten nicht. Okay, ist es an? Ja, es ist an. Doch, es ist an. Sie müssen ich poste tatsächlich relativ wenig, weil die Zeit, die genutzt werden muss, um Posts spannend, gut und was weiß ich, unterhaltsam zu halten, die ist mir zu kostbar. Ich verwende sie dann doch lieber für das Lesen und das Forschen und das weiter vorankommen. Aber dieses Ereignis hier heute, das hat einen Post verdient. Das wird gepostet, ne? Aber wunderbar. Das werden wir anderweitig nochmal, wir werden es tatsächlich auch über unsere HTW-Seite mit dem HTW-Tech posten, weil wir wollen ja die wunderbare Kombination der Hochschule, und das haben wir ja gerade auch in der Vorrede gehört, wie wichtig Hochschule, Lehre, Wissen, das Forschen an Sachen ist, das wollen wir unterstützen. Also dafür macht auch Frau Adams eine Ausnahme. Vielen Sehr herzlichen gerne. Dank. Dankeschön. Ihr Applaus. Ich habe jetzt zwei davon. Die eins kriegen Sie. Ja, genau. Ich brauche ja gar keins. Ich habe ja auch so eins. So, okay. Und wie sieht das eigentlich mit Ihren Social-Media-Aktivitäten aus? Wie oft sind Sie da so unterwegs? Also als Politiker muss ich da eigentlich ganz viel unterwegs sein. Aber ich habe auch gelernt, vieles muss man ja delegieren. Und so bestimmte Sachen kann man einfach nicht delegieren, weil sie dann nicht authentisch sind. Und insofern mache ich da praktisch gar nichts im Social-Media-Bereich. Noch so einer. Das ist, mir wird immer geraten, mach das, aber ich sehe es so ähnlich wie Sie. Also die Zeit ist mir da manchmal auch einfach zu schade. Ja. Aber auch Sie werden heute natürlich einen Post absetzen. Ich selber nicht, aber Herr Kuder wird das machen, mein Pressesprecher, der ist da, der macht das dann immer. Okay, dann kann er das schon mal notieren, Post absetzen. Aber nicht in meinem Namen, sondern Deep Tech Award. Gut, das war unsere erste Runde der Preisverleihung. Wir gehen jetzt mit großen Schritten in die zweite. Die Kategorie Internet of Things, Industrie 4.0 kommt jetzt. Und da habe ich eine kleine Ansage zu machen, denn da haben wir tatsächlich nicht mehr drei Finalisten, sondern nur noch zwei, was diese zwei anderen freuen wird, weil aus internen Gründen wegen Veränderungen die Nominierung bzw. der Antrag zurückgezogen worden ist. Und diese Finalistinnen und Finalisten sind Klaus und Micropsy Industries und auch sie werden sich jetzt selbst vorstellen. Bitte schön. Hallo, mein Name ist Klaus Blume. Und ich bin Thomas Vorsitz. Gemeinsam sind wir Klaus. Industrie 4.0 ist in aller Munde, aber bis heute braucht es Millionen manueller Prozesse im Engineering, um dieses zu ermöglichen. Diese Prozesse sind sehr teuer und sehr aufwendig und mit Klaus haben wir eine einzigartige Technologie entwickelt, die mit Hilfe von intelligenten Algorithmen und unserer einzigartigen Plattform mit über 100 Ingenieurinnen weltweit diese Prozesse automatisiert. Damit machen wir Industrie 4.0 handhabbar für jeden. Wir freuen uns heute sehr, hier nominiert zu sein und wünschen allen Beteiligten viel Erfolg. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dominik Bösel. Ich bin CTO of Micropsy Industries und wir sind hier auf der Automate Show in Detroit, wo wir Mirai, unser Softwareprodukt mit künstlicher Intelligenz für Hand-Auge-Koordination der Weltöffentlichkeit präsentieren. Mit Mirai sind Sie in der Lage, einem Roboter statt drei Tage zu programmieren, Dinge in 30 Minuten Training und 30 Minuten Cloud-Berechnung beizubringen, die eine klassische Automatisierung davor nicht hätte umsetzen können. Dazu zählen Kabelstecken, Polierapplikationen, Leckageprüfung an Kühlschränken, Pick-and-Place und vieles mehr. Also Micropsy Industries und Klaus und es ist wieder Zeit für den Umschlag, Herr Schwarz. Wer hat das Rennen gemacht? And the winner is Micropsy Industries. Jawohl. Der Applaus. Micropsy Industries bekommt natürlich auch alles. Genau, wir tauschen einfach mal. Alles, was dazugehört. Wunderbar. Und bevor ich mich mit Ihnen unterhalte, bitte ich jetzt unsere nächste Laudatorin auf die Bühne. Es ist Professor Dr. Verena Majunke. Sie ist ebenfalls Professorin an der Hochschule für Technik und Wirtschaft hier in Berlin.
und ist schon da und wird jetzt erklären, warum die Entscheidung so ausgefallen ist, wie sie ausgefallen ist. Hört man mich? Ja, sehr schön. Genau, ich darf heute eine Lobrede halten im Bereich Industrie 4.0. Wenn man der Vision glauben darf, ist die intelligente Fabrik nicht weit weg und Roboter gehören einfach dazu. Ne? Die sind unsere Mitarbeiter der Zukunft, die sind schnell, die sind zuverlässig, die sind pünktlich, die sind richtig effizient und besonders auch, man kann sie in Bereichen einsetzen, wo vielleicht Menschen gar nicht arbeiten können. So, die Frage stellt sich, warum können eigentlich Roboter, warum sind die noch nicht in der breiten Masse? Jeder kennt ja irgendwie so diese Automobilstraßen mit den vielen Armen, aber so im Mittelstand und in kleinen Unternehmen sind sie eigentlich noch nicht angekommen. Und ein großes Problem ist hier, was das Unternehmen erkannt hat natürlich auch, dass das sehr ressourcenaufwendig ist, solche Roboter zu trainieren, denen beizubringen, was sie zu tun haben. Der Prozess ist im Moment sehr komplex. Man muss sie trainieren, man muss ihnen Daten geben, man muss sie überwachen und neu trainieren. So. Und die Frage ist eigentlich, warum macht man sich diese Arbeit? Wenn man von künstlicher Intelligenz spricht, die ja in solchen Robotern steckt, warum kann man denen nicht eigentlich was beibringen, wie wir Menschen das auch tun? Ja, wenn ich zum Beispiel meinen kleinen Sohn was beibringe, 3 Jahre alt, ne, der baut immer Lego zusammen und Sie kennen das vielleicht, wenn man so 2 Treppen baut und die am Schluss zusammenstecken will, der 3-Jährige drückt oben drauf und alles fällt zusammen. Absolut frustriert, was macht er? Er ruft mich. Er sagt, Mama, das funktioniert nicht. Und ich gehe hin und sage, pass mal auf, wenn du von unten gegen drückst, kannst du oben drauf drücken und es hält alles. So, was kann der Roboter davon lernen oder was können wir davon lernen? Wieso kann ein Roboter nicht so lernen? In der Industrie, in der Produktion. Er steht da, er kann seine Aufgaben machen, aber wenn jetzt irgendwie was passiert, warum kann der Roboter nicht sagen, ich habe hier ein Problem, ich brauche Hilfe? Und der Fachexperte sagt, kein Problem, ich zeige dir einfach, wie es geht. Er kommt an, zeigt dem, nimmt den Roboterarm, wie wir es gerade gesehen haben, zeigt ihm genau, was muss ich tun, und der Roboter hat was gelernt. Und wir fanden jetzt von der Jury, dass gerade diese Änderung in der Interaktion, in der Wissensvermittlung zwischen Mensch und Roboter, dass das eigentlich schon revolutionär sein könnte. Ja? Das Unternehmen ist ja auch schon in Unternehmen oder in größeren Unternehmen unterwegs. Die Software, die Hardware ist im Einsatz. Und wir würden sagen, wir erwarten demnächst einiges von Ihnen zu hören und zu lesen und vielleicht auch, wenn man dieses Thema anschaut, Revolution dieser Mensch-Maschinen-Interaktion, dass es auch dann Ihre Handschrift trägt. Genau, ohne zu viel Druck aufbauen zu wollen. Dankeschön. Frau Professor Majonpick, vielen Dank für diese Worte. So, Sie tragen jetzt ganz schwer im doppelten und übertragenen Sinne, fühlen Sie sich denn dieser Aufgabe und diesen Hoffnungen gewachsen, also, die damit verbunden sind? Vielen Dank. Ich kann nur sagen, tut mir leid, dass unsere CEOs nicht da sind, die sind in den USA, aber ich bin im Sales, also ich kann mit Druck umgehen, von daher erwarte auch ich, dass wir viel von uns hören. Vielen Dank auch für den Preis. Ja. Gut, Sie sind jetzt natürlich nicht sind nicht der Entscheider, der sagt, das machen wir jetzt mit dem Geld, aber wenn Sie es entscheiden könnten, wo fließt es hin? In eine neue Kaffeemaschine oder doch in... Nee, was ich bei uns eigentlich immer ganz cool fand, wir waren nicht so ein typisches Berliner Startup, also bei uns gibt es keine Obstkörbe oder so, sondern wir versuchen wirklich viel in Entwicklung zu stecken. Und einfach nur ein Beispiel, wir sind jetzt gerade auf mehreren Messen, auf der Automate in Detroit, auf der Automatica in München. Das kostet Geld, weil wir mit gestandenen Industrieunternehmen einfach im Wettbewerb stehen. Und wir sind ein relativ kleines Unternehmen noch, deswegen wird das Geld wahrscheinlich in Marketing fließen, damit wir einfach noch bekannter werden. Und dabei wird dieser Preis ja jetzt mächtig helfen. Vielen Dank, ja. Ganz herzlichen Dank, Ihr Applaus nochmal. Dankeschön. Gut. Wunderbar, wir machen weiter mit unserer dritten Kategorie. Und zwar mit etwas, ja, ich muss mal sagen, ich wechsle immer zwischen wahnsinniger Bewunderung und oh mein Gott, es macht mir Angst. Künstliche Intelligenz kann ja so beides sein für den Otto-Normalverbraucher. Die 3 Unternehmen, die jetzt dran sind, lenken das hoffentlich alles in die richtige Richtung. Sie werden sich gleich wieder selber vorstellen, die Finalistinnen und Finalisten unserer Kategorie Künstliche Intelligenz.
künstliche Intelligenz mit ihrer Anwartschaft auf den Deep Tech Award 2022 sind NearHelp, Omnius und Spoke AI. Hier sind sie. Hi, ich bin Tobias, einer der Gründer von NearHealth. Wir sind der Medizinprodukthersteller der digitalen Dermatologie. Ende 2019 sind wir als eine Ausgründung aus der Wiener Charité entstanden und heute umfassen unser Team 16 Mitarbeiterinnen, bestehend aus Entwicklerinnen, Medizinerinnen und Business Developer. Mit unseren digitalen Gesundheitsanwendungen schließen wir eine echte Versorgungslücke für Patientinnen mit chronischen Hautkrankheiten. Unsere Mission? Wir wollen mithilfe von Machine Learning Schübe vorhersagen können. So können wir alleine in der Neurodermitis Millionen von Patientinnen helfen. Hi, I'm Sophie Kidenos. I'm co-founder and CEO of Omnius. We are based in Berlin. We are a group of enthusiasts about machine learning and the insurance industry because we have built a product that is capable to solve a huge pain point for the insurers of this planet. It's the claim handling process. So we have built a solution that is out of the box, which is quite special if you really use machine learning. So we have pre-trained models and we have built connectors to all the big systems from our industry. We have happy customers, not only in Europe, but also in the US. And we are very thankful that we can participate here. Thank you to the Deep Tech Award for this chance and maybe we see each other soon. Bye. Hi everybody, I'm Max from Team Spoke. We're super excited and humbled to be among the finalists for the Berlin Deep Tech Award. Since my co-founders Jack Kahl and I started Spoke just over a year ago, we have already grown into a diverse, distributed team of 13 members from 10 different countries. In our past jobs, we were always frustrated by the amount of time we spent manually collecting, summarizing, and distributing information. With Spoke, we apply the latest in natural language processing to build the next generation project management software that smartly helps you keep track of all projects across your existing productivity stack, automatically summarizes progress, and lets you share this with others effortlessly. Spoke is live in private beta with 20 amazing teams, and you can sign up to our waitlist tonight to be the first to know ahead of our public launch. Thank you for your time, and we hope you enjoy tonight's ceremony. Okay. Und hier drin steckt der oder die Gewinnerin im Bereich künstliche Intelligenz. Sie dürfen wieder, Herr Schwarz. Die Spannung steigt. Er ist überrascht. Der Gewinner ist NearHealth. NearHealth. Ihr Applaus. Herzlichen Glückwunsch. Da kommt er mit großen Schritten von ganz hinten. Zeit für mich, alles einzusortieren. Ja, herzlichen Glückwunsch. So, hier. So, das Foto. Einmal lächeln und gern, damit er sich ein bisschen besser fühlt, können Sie vielleicht einmal noch. Und hier. So, wir haben schon den nächsten Laudator. Den nächsten hatten Sie Angst, dass ich Sie vergessen könnte, Herr Thum. Das ist Jack Thum, meine Damen und Herren. Er ist der stellvertretende Sprecher des Deutschen Forschungszentrums für künstliche Intelligenz und Leiter des Forums Digitale Technologien, der Vernetzungsplattform für ausgewählte Forschungsprojekte und Innovation. Jack Thums mit der Entscheidung und der Begründung vor allen Dingen. Ja, vielen Dank. Sehr spannend. Also KI, meine absolute Lieblingskategorie beim Deep Tech Award. Vielleicht nicht weiter verwunderlich, aber ich will kurz sagen, warum. Zum einen sind wir jedes Jahr wirklich baff über die Vielfalt und Breite der Einreichungen, die wir da bekommen. Das hängt sicherlich mit dem Thema KI zusammen, das ja keinen Lebensbereich unberührt lässt. Deswegen auch eine unglaubliche Bandbreite, was es für uns umso schwerer macht, da eine Auswahl zu treffen, weil die alle preiswürdig sind. Zum anderen liegt es an meinen Co-Juroren, die hoffentlich heute hier sind, Fabian Westerheide und Claudia Pohling, zwei absolute Energiebündel der Berliner KI-Szene, mit denen es immer eine riesige Freude ist, diese Bewerbung zu besprechen. Immer kontrovers, muss ich dazu sagen. Wir hatten noch kein Jahr, wo wir uns auf die drei gleichen Finalisten geeinigt hätten im Vorfeld, sondern wir mussten das immer aushandeln miteinander. Und zum Dritten ist die KI ja nach wie vor ein Thema, das unsere Gemüter in besonderer Weise auch bewegt. Wir haben es gehört, verbunden mit Sorgen, aber auch Hoffnungen.
Sorgen vor Machtmissbrauch, vor Manipulation, vor gesellschaftlicher Spaltung, Entmündigung, Jobverlusten, aber natürlich auch Hoffnung auf das, was KI für uns erzeugen kann an Lebenswert, an Beiträgen zum Klimaschutz, an Gesundheit und Beiträgen für eine informiertere Gesellschaft. Und auch wenn wir jetzt schon ganz viele Jahre ja intensiv über die KI diskutieren und auch Bauklötze staunen über die rasante Entwicklung, stehen wir ja tatsächlich, und darüber sind sich wohl die Experten einig, erst am Anfang der KI-Revolution. Und das heißt, dass da noch viele Blumentöpfe auch für uns zu gewinnen sind und dass wir mit KI-Lösungen eben jenseits optimierter Werbeanzeigen, wie wir sie heute ja vielfach noch sehen, mit neuen Lösungen, die multimodale Datenquellen mit innovativen KI-Algorithmen verbinden, die herausragendes Fach- und Domänenwissen dazu sortieren. Ich sage das deshalb, weil es alles zutrifft auf das prämierte Unternehmen. Das zeigt, dass das Rennen eben noch nicht gelaufen ist, lieber Herr Schwarz. Ja, das ist auch eine Botschaft, die ich noch unterbringen wollte. Das wird ja oft behauptet, dem ist nicht so. Die harten Nüsse sind noch zu knacken und wir sind in Berlin eigentlich exzellent aufgestellt, was, glaube ich, gerade diese drei nominierten Unternehmen auch eindrücklich unter Beweis stellen. So, jetzt aber schnell dazu, was hat denn eigentlich den Ausschlag jetzt für NIA Health gegeben? Also neben der durchaus sehr durchdachten und patientenzentrierten technischen Lösung war es für uns unbestreitbar der hohe gesellschaftliche Nutzen, den wir da sehen. Ja, wir haben es gehört, es sind Millionen, nämlich ich habe es nochmal nachgeschaut, 4 Millionen Neurodermitis und 3 Millionen Schuppenflechtepatienten, die von dieser Lösung profitieren können und die Werkzeuge an die Hand bekommen, die ihnen helfen, ihre Erkrankung besser zu verstehen, ihre Therapiemöglichkeiten zu erweitern, aber auch die Arzt-Patienten-Beziehung effektiver zu gestalten. Und das erzeugt ja nicht nur dieses berühmte Patient Empowerment, sondern es entlastet auch unser inzwischen ja chronisch überlastetes Gesundheitssystem erheblich und gibt Ärzten eine wertvolle Hilfestellung in der Diagnose und Therapie. Zum Zweiten ist das Geschäftsmodell sehr überzeugend, ja, was wir da sehen. 2019 gerade mal gestartet, ist jetzt neben NIA, der App für Neurodermitis, auch schon Sorea für die Schuppenflechte verfügbar. Und eine weitere für Akne derzeit in der Einführung. Wir haben also genau dieses berühmte Baukastenprinzip, eine Plattform und ganz verschiedene Anwendungen. Das geht dann rasend schnell und auch mit großem Erfolg, wie wir sehen. Alle drei Apps sind als Medizinprodukte registriert. NIA kooperiert sehr erfolgreich mit Krankenkassen, mit der Pharma- und Kosmetikindustrie und ist schon dabei, auch weitere Lösungen auf Basis der technischen Plattform für telemedizinische Anwendungen oder auch die Datengenerierung für klinische Studien in der Dermatologie zu entwickeln. Also man sieht genau das, was wir vorhin gehört haben. Eine Plattform bedient ganz verschiedene Anwendungen und so funktioniert Deep Tech. So, nicht zuletzt ist natürlich bei Gesundheitsanwendungen immer der Datenschutz nochmal ganz wichtig. Auch da ist NIA vorbildlich aufgestellt, ist ISO 27001 zertifiziert, unterstützt ausschließlich verschlüsselte Kommunikation und speichert die Daten auch ausschließlich sehr vorbildlich auf deutschen Servern. Also kurzum, ich will es auch jetzt damit abschließen. Für uns war dieses interdisziplinäre Team, was wir hier gesehen haben, das Potenzial der Plattform, die Strategie überzeugend. Der Erfolg der laufenden Apps gibt euch recht und deswegen nochmal ganz herzlicher Glückwunsch im Namen der gesamten Jury, verdienter erster Platz in dieser Kategorie. Herzlichen Glückwunsch. Jack Combs ist bereits ein Fan und freut sich auch schon aufs nächste Jahr, wenn ich das richtig interpretiert habe. Und jetzt darf ich Sie nochmal fragen, erinnern Sie sich noch an den Moment, an dem das alles so richtig Gestalt angenommen hat? Wie ist das so zustande gekommen? War das irgendwie ein langer Prozess? War das ein langer Abend in der Küche? Wie ist das passiert? Ich würde sagen, wir sind immer noch im Prozess. Wir sind noch ganz am Anfang. Wir sind noch ein kleines Team, haben noch extrem viel Weg vor uns. Aber so, ja, den einen Moment, den gab es vielleicht nicht. Wir haben Jahre schon vorher die gesetzliche Entwicklung beobachtet und gesehen, dass da jetzt unheimlich viel im Umbruch ist. Und in Deutschland auch speziell im Entstehen ist. Und sicherlich war dann irgendwo noch der Punkt da, wo man gemerkt hat, okay, gerade hier in den Indikationen, mit denen wir gestartet sind, atopische Dermatitis, ist einfach ein unfassbar großer Patienten-Need. Das haben wir im Gespräch mit Betroffenen immer wieder gespürt und immer wieder gemerkt. Und als wir gesehen haben oder als uns klar war, da gibt es einfach noch keine Lösung da draußen, die den Betroffenen hilft, haben wir dann irgendwann entschlossen, jetzt müssen wir es selber bauen. Und der Bastian hat ja jetzt gerade von Rennpferden und von Brauereipferden gesprochen. Als was sehen Sie sich da so?
Ja, also wir wollen schon schnell unterwegs sein. Das ist im Gesundheitswesen, im digitalen Gesundheitswesen nicht immer ganz so leicht. Ja, mhm. Die Partner, die gerade aufgezählt wurden, die haben alle sehr lange Lead-Time. Deswegen braucht man schon noch einen gewissen langen Atem, gewisse Ausdauer. Ja, aber wir versuchen schon schnell zu sein, uns da ein bisschen auch von etablierten Unternehmen zu differenzieren. Near Health, das Rennpferd, jetzt mit dem ersten Platz hier in unserem Deep Tech Award 2022. Das ist nochmal Ihr Applaus. So, bevor wir jetzt zur nächsten Kategorie kommen, auf die Sie sicherlich schon warten, wollen wir jetzt noch mal ein kleines bisschen tiefer eintauchen und uns um den Bereich Social und Sustainable Tech kümmern. Ein Bereich der, ja, der gesellschaftlich relevanten Deep Tech, also der ebenfalls gesellschaftlich relevant, das ist ja Near Health jetzt auch. Und übrigens ein Bereich, der interessanterweise in der Corona-Zeit noch zugenommen hat. Die nachhaltigen, die gesellschaftlich relevanten Lösungen haben da quasi nochmal so einen kleinen Schub bekommen. Wir werden gleich eine davon kennenlernen, eine, die übrigens auch noch ziemlich gut klingt, und vorstellen wird sie uns jetzt Florian Dohmann. Er ist der Gründer und Geschäftsführer von Birds on Mars, und er und sein Unternehmen operieren an Verbindungslinien von menschlicher Kreativität, von maschineller Intelligenz und von organisationeller Identität. Und was zum Geier das jetzt eigentlich genau heißt, das wird er uns selber erzählen. Einen großen Applaus für Florian Dohmann. Bitteschön. Hallo, Deep Tech. Ja, genau, also vielen Dank recht herzlich auch für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Es ist ja mittlerweile gar nicht mehr so selbstverständlich, Veranstaltungen wie diese zu haben, und es ist auch tatsächlich eine der ersten wieder für mich seit einiger Zeit, und ich freue mich wirklich sehr, einfach mal wieder unter Menschen zu sein. Vielen Dank auch für die Vorträge und Glückwünsche an die ganzen schönen GewinnerInnen-Projekte und gleichzeitig auch Glückwunsch an die, die keinen Preis gewonnen haben. Die Projekte sind nämlich wirklich toll. Übrigens, Bastian, ich finde den Vergleich super mit den Rennpferden und den anderen Pferden. Ich dachte eben, ich habe für mich überlegt, was ist für mich Deep Tech oder was ist für mich auch künstliche Intelligenz, weil das ist der Bereich, aus dem ich komme. Ich habe selber einen kleinen Pudel, und ich dachte eigentlich die ganze Zeit dabei einen Pudel, weil mein Pudel Tüte, der genießt das Leben. Und das finde ich auch nochmal besonders schön, also neben der Geschwindigkeit und neben vielleicht der Konsistenz, neben dem Dranbleiben, auch ein nicht zu verachtender Moment und etwas, was mir auch sehr wichtig ist. Und ich bin heute dazu eingeladen, einen kleinen Impuls dazu zu geben, neue Perspektiven auf das Thema künstliche Intelligenz zu geben. Ich glaube nämlich daran, dass man mit KI noch deutlich mehr machen kann als schneller, schneller, weiter, mehr Optimierung und Automatisierung. Das braucht es auch, und das ist ebenso wichtig. Aber ich glaube auch, dass noch deutlich mehr möglich ist, und darüber möchte ich heute sprechen. Vielleicht ganz kurz, wo komme ich her? Also wurde ja eben schon gesagt, Birds on Mars, wir sind ein KI-Unternehmen aus Berlin. Deswegen denke ich, bin ich auch eingeladen worden. Verstehen uns als neue Generation Beratung, also machen sehr viel, also wir versuchen viele dieser Komponenten und der Module und der Bausteine, die entwickelt werden, eben genau in die Unternehmung, in die Organisation reinzubringen und entwickeln selber auch Lösungen im Bereich künstliche Intelligenz. Was mir ganz wichtig ist, das sind nicht nur Kästchen und Kreise, sondern das sind Menschen. Hier hat man mal einen kleinen Auszug. Sehr divers, finde ich auch sehr wichtig, wenn wir über Deep Tech und jetzt insbesondere über künstliche Intelligenz sprechen. Da entstehen dann ganz besondere Dinge, wenn auch die Teams divers sind. Und das meint nicht nur Mann, Frau, Jung, Alt, sondern auch interdisziplinär, transdisziplinär. Nicht nur den MathematikerInnen und InformatikerInnen das Ganze zu überlassen, sondern zusammen mit den Soziologinnen, Philosophinnen gemeinsam
künstliche Intelligenz zu entwickeln. Und mal so ein Beispiel, was für mich KI ist, KI in der Praxis, ist ein Projekt, was wir gerade umgesetzt haben mit der Deutschen Bahn zusammen, so ein Klassiker im Bereich KI, der angewandten KI, wenn wir über Corporate AI sprechen, in dem Fall die Vorhersage zu ermitteln, wie voll sind eigentlich die Parkplätze an den einzelnen Bahnhöfen. Da geht es um Vorhersage, da geht es darum, öffentliche Daten mit internen Daten zu kombinieren und daraus neue Erkenntnisse zu gewinnen, in dem Fall eine Vorhersage zu berechnen. Und ganz oft, wenn wir über künstliche Intelligenz in Unternehmungen sprechen, und wir haben eben wunderbare Beispiele gesehen, und die Leute, die in dem Bereich arbeiten, glaube ich, sehen das ähnlich. Die fancy AI ist oft nur so ein kleiner Part. Also wir reden ja heute sehr viel dann eben über die KI, aber wenn wir über Organisationen sprechen, gehört da noch sehr, sehr viel mehr zu, um wirklich KI zum Fliegen zu bringen. Und das sieht man hier links, also es braucht die Menschen, es braucht die Strukturen, es braucht Prozesse, das ist mir einfach sehr wichtig, weil gerade wenn wir über angewandte KI reden, wird das sehr gerne vergessen, dann guckt man nur auf die schönen fancy Algorithmen. Was aber das Besondere ist, dass eben ein Riesenwert an der Stelle entsteht, also der Aufwand ist oft im Verhältnis in größeren Organisationen und auch kleineren Organisationen der kleinere, aber der Wert, der daraus entsteht, ist halt riesig und ich glaube halt da, wo Wert entsteht und da, wo auch Potenzial für Wert entsteht, da braucht es neue Perspektiven. Und dadurch, dass wir im Bereich angewandter KI erst so am Anfang stehen, möchte ich einfach auch daran appellieren, dass wir gemeinsam an diesen neuen Perspektiven arbeiten. Also, wie ich eben schon gesagt habe, es braucht diese Perspektiven, damit wir nicht nur in die eine Richtung springen, sondern im Idealfall in ganz viele Richtungen. Ein so ein Beispiel, woran wir seit einiger Zeit arbeiten, ist die künstlich intelligente Muse zusammen mit dem Maler Roman Lipsky. Ein System, was in der Lage ist, diverse Facetten aus der Malerei zu extrahieren, im Endeffekt ihm eine Art schlaues Kaleidoskop an die Hand zu geben, dass er KI nutzt, um Inspiration zu bekommen. Also kein Recommendation, Empfehlungssystem im klassischen Sinne, sondern ein System, was einem dabei hilft, die Sinne zu erweitern, neue Perspektiven auf das eigene kreative Schaffen zu bekommen. Hier in dem Fall in der Malerei, aber das gibt es auch in ganz vielen anderen Bereichen. Da können sich, glaube ich, einige von uns auch mit identifizieren, weil, wie wir eben auch schon am Anfang gehört haben, sehr viele von uns hier haben sehr viel im Bereich Kreativität zu tun. Und ein anderes Projekt, und das ist jetzt die Brücke, und da kriegen wir jetzt eine kleine Filmvorführung der besonderen Art, möchte ich es nennen, ist auch heute eine Weltpremiere in Berlin in dieser Form, ist ein Projekt, das Kaleidophon, mit dem wir zusammen mit der Organisation Bana 16 aus Hamburg arbeiten, ganz besondere Organisation, ein Netzwerk, die sich auf die Fahne geschrieben haben, Menschen mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen neue Möglichkeiten im Bereich des kreativen Schaffens zu geben, zu musizieren, Skulpturen zu bauen, zu malen und das wirklich professionell zu machen und dadurch einfach neue Möglichkeiten in der Inklusion zu schaffen. Und was wir gemeinsam uns vorgenommen haben, ist, künstliche Intelligenz für Inklusion einzusetzen. Und wir haben es Kaleidophon genannt, eine Mischung aus Kaleidoskop und Megaphon. Es geht darum, dass die KI es ermöglicht, egal welche Art und Weise ich habe, mich auszudrücken, möchte ich es ermöglichen, dass ich mit jedem anderen zusammen in einen Jam-Moment komme, ja, zusammen musizieren, kreativ in dem Moment gemeinsam ins musikalische Jammen zu kommen. Und das Projekt haben wir vor einiger Zeit gestartet, jetzt vor über einem Jahr, haben zwischendurch auch ein bisschen Geld eingesammelt, was eher so eine Förderung und ein Award von der Bundesregierung war. Wir investieren da auch selber rein, eben weil wir daran glauben, dass das wichtig ist, dass wir gemeinsam an diesen Themen arbeiten. Und heute sieht man Katharina, eine unserer ersten Userinnen, wie sie das Kaleidophon einsetzt. Und genau, da sieht man schon links Katharina, daneben ist Fong, zwei NutzerInnen des Kaleidophons. Wieso glaube ich daran, dass das so unfassbar wichtig ist, KI und Soziales zusammenzudenken? Der soziale Sektor berührt uns alle. Bastian, du hast eben über Verbindung gesprochen, da glaube ich auch dran. Aber nicht nur Verbindung innerhalb des Tech-Bereichs, sondern auch darüber hinaus. Der soziale Bereich ist ein wahnsinnig wichtiger für unsere Gesellschaft, für uns alle. Und ich glaube, da steckt noch ein Riesenpotenzial, Deep Tech mit dem sozialen Sektor zu vereinen. Und jetzt habe ich genug geschnackt. Wahrscheinlich bin ich auch schon wieder längst über der Zeit. Ich glaube aber nicht. Timekeeping ist ja auch alles eigentlich. Live in Action, Katharina and her Band. Ich sage schon mal im Voraus, es wird ein bisschen abgefahren, experimentell. Also macht ruhig die Augen zu und bereitet euch schon mal auf das Bierchen später vor. Die Band heißt Kaleido Mars.
Und danach wird auch Katharina und ihr Betreuer, der Andreas, auch ein super spannender, inspirierender Mensch, auch noch kurz aus ihrer Perspektive sagen, wieso sie glauben, dass das so wichtig ist. Und jetzt aber viel Spaß damit. Ganze funktioniert, erzähle ich dann gleich nochmal. Lasst es erstmal auf euch wirken. Birds on Mars und Kaleidophon. Viel Spaß! Yeah. Katharina und Andreas aus Hamburg, aus der Bahner 16. Und wir berichten über unsere tolle Kooperation mit Birds on Mars. Katharina spielt das Kaleidophon. Denkbar wäre, dass das Kaleidophon, wenn es dann weiterentwickelt wurde, inklusiv zur Verfügung gestellt werden kann für Menschen mit sprachlicher Beeinträchtigung, damit sie Sprache zu Musik ausdrücken können oder auch Sprache
zum besseren Sprachverständnis gebrauchen können. Genau. Für uns hier in der Praxis ist dabei im Wesentlichen relevant, dass Katharina ein Hilfsmittel zur Verfügung hat, um über ihre Sprache sich musikalisch ausdrücken zu können. Darf ich dich noch was fragen? Ja. Gehst du gerne auf die Bühne? Ja. Super. Ja. Wollen wir das wieder machen? Ja. Super. Danke. Luna. Ja, das war das Kaleidophon. Gerne, ich weiß nicht, habe ich jetzt noch 3 Minuten? Wer ist hier Timekeeperin? Ja, super. Also wenn es Fragen gibt, dann auch gerne. Kann ja auch mal interaktiv sein, muss ja nicht immer frontal sein. Wer hat denn vielleicht eine Frage dazu? Eine habe ich quasi schon in den Mund gelegt eben, aber vielleicht kommt auch eine andere. Ja, möchtest du bitte? Ist das vom Abstand okay? Ja, gerne. Mich würde interessieren, wie funktioniert das? Also sie hat Geräusche gemacht, wie ist daraus Musik geworden? Sehr gute Frage. genau, also grundsätzlich erstmal, das ist ein Prozess und wir haben auch diesen Prozess auch ganz bewusst mit zum Ergebnis gemacht. Also das befindet sich gerade noch in totaler Early Stage, wie man das ja heute so macht als Startup, ne? Erstmal schon früh rausgehen, User-Feedback einsammeln. Tatsächlich ist es so, dass die erste Version im Moment so funktioniert, also wir haben verschiedene Iterationen ausprobiert und wir haben uns für eine erste Version entschieden, die für Katharina einen direkten Mehrwert generiert. Also wir haben es direkt erstmal auch auf eine Nutzerin zugeschnitten. Am Anfang wollten wir es direkt auf viele zuschneiden, aber haben aber auch gemerkt, die individuellen Bedürfnisse und auch die individuellen Möglichkeiten der jeweiligen NutzerInnen sind sehr unterschiedlich und gerade bei Katharina auch sehr besonders. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, dass das wie folgt funktioniert. Jetzt die eigentliche Antwort auf die Frage. Nämlich, das System hat von Katharina sehr viele Trainingsdaten gelernt. Also bestimmte Arten, sich zu artikulieren. Das ist ja oft bei maschinell lernenden Systemen so, dass es ein sogenanntes Klassifikationsproblem gelöst werden soll. Dass man also bestimmte Klassen hat, die so ein System lernt. Zum Beispiel, ist die E-Mail Spam oder ist die E-Mail kein Spam? Das kann das System lernen. Und bei Katharina ist es der Fall, dass das System bestimmte Arten ihrer Artikulierung lernt und Katharina über ein visuelles Interface auch sieht, wie gut das System gerade ihre Sprache erkennt. Ein Ausdruck ist zum Beispiel Mama, weil sie das von klein auf kennt und das kann sie sehr stark ausdrücken. Das heißt, wer Mama als eine Klasse trainiert, sehr viele Beispieldaten gesammelt, mit Hintergrundgeräuschen, ohne Hintergrundgeräusche, all das, was so ein KI-System braucht, sehr viele Trainingsdaten. Und jetzt ist sie in der Lage, mit dem Ausruf von Mama bestimmte Sounds zu triggern, die wir mit ihr gemeinsam ausgewählt haben. Das heißt, wir haben vorher auch sehr explorativ mit ihr geschaut, was gefällt ihr eigentlich, womit möchte sie ins Jam gehen. Im nächsten Schritt oder auch in der vorherigen Version hatten wir das schon, wollen wir gerade beim Generieren dann auch wieder eine generative KI einsetzen. Das ist im Moment jetzt explizit, also vorausgewählte Sound-Outputs, die rausgegeben werden, aber das System lernt im Input und lernt sie im ersten Schritt zu verstehen. Und im nächsten Schritt wollen wir es eben weiterentwickeln. Übrigens auch wir, gerade bei solchen Projekten, wo wir eher rein investieren, wenn jemand Lust hat, das zu unterstützen, kommt gerne zu mir. Hat das die Frage hinreichend beantwortet? Sehr gut. Dann gab es noch eine zweite Frage. Vielleicht war es die gleiche, aber gerne. Ja? Okay. Gibt es noch eine dritte andere als die zwei Fragen? Dann sage ich herzlichen Dank, freue mich auf die nächsten Sessions und ein Bierchen nachher. Dankeschön. Der Schnellsprecher, Schnelldenker und vor allen Dingen Kreativdenker Florian Dummann war das. Ganz herzlichen Dank mit dem tollen Projekt Kaleidophon. So, wir gehen jetzt in unsere nächste Kategorie, die sich bewirbt um den DIMP Tech Award 2022 in der Kategorie IT-Sicherheit. Wenn wir über IT-Sicherheit und die Bundesregierung reden, dann ist da ja immer noch sehr viel Luft nach oben. Ich habe jetzt anlässlich der Republika habe ich gelernt, dass unser Bundeskanzler Olaf Scholz, wenn er mit seinen NATO-Partnern eine sichere Videoschalte machen will,
das Kanzleramt verlassen muss, weil diese sichere Videoschalter, die gibt es nämlich nur im Verteidigungsministerium. Also da gibt es sicherlich noch das eine oder andere, was man verbessern kann. Ich stelle Ihnen jetzt die drei Unternehmen vor, die sich mit ihrem Projekt, die sich mit ihrem Start-up um den Deep Tech Award 2022 bewerben. Das sind Authentec, Tabena, PromiseQ und Verimi. Und hier sind sie. Hi, what is Authentec? Authentec is an identity verification. We are verifying identities in 35 seconds or less. And the most important thing besides the technology are also the people that are behind. So please let me introduce to the core team. My name is Roman and I'm CTO. I'm Claire, Director of Growth. I help companies make the right decisions in safeguarding their business and customer base. And I get it all together. Hi, I'm Michał, and I'm the head of this house of ID cards. Hi, I'm Filippo, and I do my best to keep information safe. I'm Nev, and I'm all about the money. Hi, I'm Jana, and I'm staying on top of our user needs. Hi, I'm Tolga and this is Elias. We are the co-founders of PromiseQ and this is our amazing team. This is the PromiseQ family. We are growing and representing many nationalities all around the world. We are diverse, international and best in class. Together, we want to reshape video analytics and security. And here's how it works. 9 out of 10 video alarms today are actually false alarms. And this leads to high costs and time wasted in security operating centers. PromiseQ solves this problem by uniquely combining state-of-the-art AI with real-time human crowd working and reducing false alarms almost entirely. We make the world a little bit safer. This is PromiseQ. Hallo, wir bei Verimi bauen die digitale Brieftasche, die Verimi ID Wallet. Und nun zeige ich Ihnen, wie wir damit Ihr Leben einfacher machen wollen. Sie haben ein Auto gekauft und wollen dieses nun versichern und zulassen. Bisher läuft dies in getrennten und teilweise analogen Silo-Prozessen ab. Das Verimi ID Wallet ermöglicht die Verknüpfung und Digitalisierung dieser und somit eine rein digitale Zulassung und Versicherung in einem durchgängigen Prozess. Mit dem hochsicheren und geprüften ID Wallet werden die regulatorischen Anforderungen nutzerfreundlich und sicher erfüllt. Die hierbei kritischen Schritte ausweisen, Vertrag unterschreiben und bezahlen können mit dem Verimi Bank Ident in einem abgedeckt werden. Parallel können die regulierten ID-Daten im Wallet gespeichert und später wiederverwendet werden. Vielen Dank. Das sind sie also, die drei, die sich Hoffnung machen dürfen, jetzt den Award zu gewinnen. Stefan Schwarz ist schon auf dem Weg zu mir nach oben auf die Bühne. Kommen Sie her, hier steht es drin, wer es sein wird. Sind Sie ein bisschen aufgeregt? Ja. Ich kann die Spannung spüren, ja. Der Gewinner? Spannend. Herr Schwarz macht es gerne spannend. Verimi! Verimi, großen Applaus! Und da ist er, der Vertreter von Verimi. Herzlichen Glückwunsch! Hier kommt der Award. Wird schon schwer. Urkunde. Da haben Sie schwarz auf weiß und hier haben Sie es noch fürs Regal. Ja, bitte, großen Applaus. Und wir wollen natürlich erfahren, wie er das gemacht hat, wie er die Jury begeistert hat. Das werden wir jetzt erfahren von Professor Timo Koop. Er ist vom IT-Security-Unternehmen High Solutions. Wollen Sie einfach so freisprechen oder wollen Sie das da so ganz ordentlich machen? Auf jeden Fall sind Sie seit 25 Jahren mit dem Thema beschäftigt, haben sich für internationale Standards zur Etablierung von Informationssicherheit eingesetzt und werden uns jetzt verraten, was Verimi noch ein kleines bisschen besser gemacht hat als die anderen. Ganz formal ist deswegen gut, weil ich habe keine Rede geschrieben. Bin auch deswegen ganz froh, weil hätte ich sie geschrieben, hätte ich sie jetzt wegwerfen können, weil so viel von dem, was uns durch den Kopf ging, hatte der Herr Halecker schon im Vorfeld gesagt. Jetzt muss ich sehen, wie ich das Ganze halt anders darstelle. Natürlich geht es immer um die Diskussion. Wir haben verschiedene Vorschläge. Jetzt so ein nüchternes Thema nach dem Thema davor beim Birds on Mars, was so zukunftsorientiert, so menschennah ist. IT-Sicherheit ist ja erstmal
kein Wert an sich und sehr, sehr unterschiedlich in Anwendungsfällen. Und von daher jetzt das eben zu differenzieren in der Diskussion, was ist Invention, was ist Innovation, war eben genau auch unsere Herausforderung. Und da ich jetzt eben keine Rede habe und manchmal vieles schon weggenommen hat, rede ich über das, was ich eigentlich, womit ich mich am besten auskenne, und das bin ich selber. Nämlich das an der Geschichte kann man es nachvollziehen, weil ich bin nämlich genauso eins dieser Start-ups seit 30 Jahren, wie ich jetzt gelernt habe, nicht so schön, nicht so schillernd, eher ein Brauereipferd. Gut, nehme ich jetzt mal alles so mit, reden wir nachher nochmal drüber. Aber als ich das angefangen habe, vor 30 Jahren, kam meine Mutter zu mir und sagt, Junge, was machst du denn, wenn alle Computer erstmal sicher sind? Daraus lernt man erstmal, meine Mutter hat einen besseren Job als Mutter gemacht als Prophetin, aber in zweiter Linie sagt, Technik allein ist es offensichtlich nicht. Sicherheit braucht mehr als nur eine rein technische Lösung, weil mit jeder idiotensicheren Lösung kommt irgendjemand anders und erfindet einen besseren Idioten, funktioniert allein nicht. Also wir müssen irgendwo mehr haben als nur Technik. Ich komme langsam in Ihre Richtung, Sie merken schon. Vor 25 Jahren genau stand ich hier, nicht hier, aber mit einem Ihrer Vorgänger, ich glaube 8 Vorgänger, Herr Piroth, und wir haben den Innovationspreis Berlin-Brandenburg gewonnen. Und wissen Sie wofür? Für ein System, womit elektronische Identitäten im Internet benutzt werden konnten, um bestimmte Dinge durchzuführen. Vor 25 Jahren, jetzt könnte man sagen, wo ist jetzt noch die Innovation dahinter, wenn nach 25 Jahren eigentlich genau das Gleiche nochmal kommt. Aber da kommt jetzt der Punkt Invention und Innovation so. Die Technik, die Verschlüsselungsalgorithmen, das ist alles genau das Gleiche auf 25 Jahren und heute. Aber was wir damals nicht hatten, waren wirklich die konkreten Anwendungsfälle, den konkreten Nutzen, den Markt, die begeisterten User. Und jetzt gucke ich in Richtung der Berliner Politik. Wir reden von Digitalisierung als heißes Thema, spätestens seit Corona. Und wer Berliner hier ist, hat vielleicht auch schon mal probiert, in Berlin ein Auto anzumelden. Wir haben jetzt auch gelernt, dass auch unser Kanzler da persönlich halt direkt hingeht zum Amt. Wie schwierig ist es, einen Termin zu bekommen? Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, der eben den Virimi auszeichnet. Es sind bestehende Technologien gewesen. Das ist nicht allein das Neue. Aber jetzt gibt es den Markt, es gibt den Bedarf und den dringenden Wunsch, das zu tun. Und das ist das genau, was uns überzeugt hat an der Lösung. Neben den anderen ebenfalls tollen Lösungen, die teilweise sogar ein bisschen ähnlich von der Stoßrichtung waren. Aber der Mehrwert war wirklich hier einen ganz zentralen Bedarf in der Bevölkerung und einen Anstoß auch in die Politik. Wie können wir sowas besser machen, digitale Identifikation zu geben, Nutzen zu generieren, mit dem Beispiel einer Kfz-Anmeldung. Zwei Anmerkungen habe ich aber noch. Man wünscht sich ja auch als Juror, wenn man eine Auszeichnung gibt, dass man ein Startup hat, was wirklich dringend Geld braucht, womit man den entscheidenden Punkt gibt. Und da haben wir jetzt natürlich eigentlich ein schlechtes Beispiel ausgezeichnet, weil das Who's Who der deutschen Wirtschaft steht hinter Virimi. Aber auch das hat wiederum was Gutes, weil umgekehrt klagen wir dann auf der politischen Ebene, dann immer die deutschen Unternehmen sagen, wir wollen digitale Souveränität, wir brauchen deutsche Lösungen etc. Und wenn man dann guckt, was die Unternehmen machen, die Telekoms dieser Welt, sie investieren ihr Geld in Israel, weil da vermeintlich die hippen Lösungen sind. Hier ist eben ein schönes Beispiel, wie man Lösungen auch in Deutschland mit deutschem Geld anwenden kann, Probleme löst und vielleicht am Ende sogar mehr Geld verdient, auch als die Konzerne. Auch das ist eben, vielleicht hören der eine oder andere Großunternehmen ja auch dann über den Stream zu, auch eben genau der Wunsch, nicht nur zu klagen, sondern nicht die Dunkelheit zu beklagen, sondern eine Kerze anzuzünden. Und so eine Kerze sind Sie. Und jetzt kommt die letzte Anmerkung, aber wir können noch einen Schritt weiter gehen. Der CIO von Baden-Württemberg, mit dem habe ich lange darüber gesprochen, was können wir denn machen? Und er sagt, er geht dann in Rente, er wird es nicht ganz schaffen, wahrscheinlich die Zeit rennt weg, wenn der Kfz-Anmeldungsprozess so weit geht, dass das Nummernschild aus dem 3D-Drucker zu Hause kommt. Also da ist noch ein bisschen Luft nach oben, aber dafür haben Sie jetzt ja 10.000 Euro daran weiterzuarbeiten. Wir gratulieren ganz herzlich, tolle Lösung, toller Ansatz, wir freuen uns. Ja. Ah, da bin ich wieder. Timo Koop von High Solutions war das. Das wollte ich dann mal loswerden. Ganz herzlichen Dank. Und an Sie gleich das Mikrofon weiterleiten. Was war denn der Auslöser für diese Idee? Haben Sie selber so eine ganz frustrierende Zulassungsgeschichte gehabt? Also habe ich tatsächlich gehabt, aber die war in zu jüngerer Vergangenheit. Der eigentliche Auslöser war, glaube ich, dass wir das Identifikationsverfahren, was dahinter steht, entwickelt haben. Und da eigentlich quasi genau die Module, die man bei einer Kfz-Zulassung braucht, drinstecken. Insofern kann das dann für einen Nutzer ein total einfacher, nutzerfreundlicher Prozess sein. Das hat einfach sehr gut zusammengefasst. Nutzerfreundlich ist ja immer ganz super. Wie sind Sie denn eigentlich, das habe ich heute noch gar nicht gefragt, auf diesen Award aufmerksam geworden und haben gedacht, da müssen wir unbedingt mitmachen?
Gute Frage. Also es ist, den Hinweis habe ich von einem Kollegen bekommen, der anscheinend sehr, sehr gut informiert ist. Wir haben ja schon gelernt, es ist immer gut, die richtigen Leute zu kennen. Und jetzt nochmal ganz kurz mit dem Geld. Haben Sie schon einen genauen Plan, in welcher Ecke Sie das schieben, auch wenn Sie ja offenbar schon ziemlich viel davon haben? Also ich habe es, glaube ich, gerade gehört. Wo es hingehen sollte, nehmen Sie das als Auftrag, ja? Das würde ich jetzt noch nicht sagen, aber wir werden natürlich auch so einen Prozess mitdenken. Also wir denken sowieso relativ viel bei digitaler Kfz-Zulage, insofern kommt das als nächstes. Aber wir haben auch für dieses Jahr noch sehr viele andere Projekte und brauchen da auf jeden Fall Geld für Entwickler. Ich vermute, da wird es hinwandern. Gut, also auf jeden Fall findet es eine gute Aufgabe. Einen großen Applaus noch einmal hier für den Gewinner in der Kategorie IT Security des Deep Tech Award 2022. Berimi, meine Damen und Herren. Danke. So, und jetzt kommt last but not least die fünfte Kategorie heute in unserer Preisverleihung. Wir haben schon über die Social Sustainability Tech Branche was gehört und Kaleidophon kennengelernt. Jetzt wollen wir schauen, wer hier mit im Rennen ist und tatsächlich den Award mit nach Hause nehmen kann. Es stellen sich die Finalisten Isemi, Anabrit und Machtsprache hier jetzt selber vor. Hi, ich bin Robert, Co-Founder von Isemi. Wir beschleunigen die Dekarbonisierung von Zement und Beton, zusammen für 8% des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich. Wir brauchen dafür keine neuen teuren Anlagen oder neue Werke, sondern nur IoT-Sensoren und Machine Learning. Wie funktioniert das? Isemi garantiert eine hochpräzise Zement- und Betonproduktion. Das klingt erstmal nicht aufregend, ist aber die Grundvoraussetzung für CO2-arme Betone. Denn je nachhaltiger der Beton, desto exponentiell schwieriger die Herstellung. Und genau hier kommen wir ins Spiel. Wir nutzen Daten aus den Werken und den Fahrmischern, um die Produktion lückenlos zu überwachen und Machine Learning, um optimale Steuereingriffe zu errechnen. Und das wirkt. Im letzten Jahr haben wir bereits mehr als 80.000 Tonnen CO2 eingespart, was dem Fußabdruck von 10.000 Europäern entspricht. Bis 2030 wollen wir 100 Millionen Tonnen Emissionen einsparen und in den kommenden 10 Jahren eine ganze Gigatonne. During the digital revolution, somehow we forgot that analog computers can model dynamic systems using only a tiny fraction of the energy digital computers use for the same tasks. We need a mental shift that takes us beyond the digital monoculture and opens the path to safe, energy-efficient analog computing. To help you perform this mental shift, Analog Paradigm presents The Analog Thing, a high-quality, low-cost, open-source, not-for-profit, cutting-edge analog computer. With The Analog Thing, you can model dynamic systems such as market economies, the spread of diseases, population dynamics, chemical reactions, mechanical systems, the firing of neurons, a variety of mathematical attractors, and much more. Analog Paradigm invites you to explore The Analog Thing. Ich bin Lucy Gasser. Ich bin Kaya Lange. Ich bin Anna von Rath. Und ich bin Timo Cedikel. Wir vier haben Machtsprache entwickelt und Machtsprache bietet digitale Lösungen für politisch sensibles Übersetzen zwischen Englisch und Deutsch. Die Machtsprache Web App bietet eine Diskussionsplattform und einen Textchecker, der beim Übersetzen sensibler Begriffe unterstützt. Als Browser-Extension für Google Translate nutzt Machtsprache Machine Learning und sensibilisiert für sprachliche Diskriminierung. So trägt Machtsprache dazu bei, dass Sprache unsere gesellschaftliche Vielfalt widerspiegelt. Sind Sie die drei Unternehmen, die sich berechtigte Hoffnung machen können? Und gleich wissen wir, wer von den dreien die Urkunde, den Award und vor allen Dingen die 10.000 Euro mit nach Hause nehmen wird. Herr Schwarz, Sie machen das übrigens gut. Ja? Ich komme das so. Sie sind wirklich ein guter Award-Verkünder. Und jetzt sagen Sie es. The winner is Machtsprache. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, da kann es jemand gar nicht glauben. Kommt zu uns. Also es dürfen zwei sein, ja? Wenn noch jemand mit möchte von den Kollegen, dann gerne. Ja. Der Moment im Rampenlicht. Applaus für Machtsprache Gewinner des Deep Tech Awards 2022. Und ich brauche schon gar nichts mehr zu sagen. Das läuft ja alles von alleine. Jetzt in der fünften Kategorie ist das wirklich flutsch. Das. Zack, genau. Ich darf Ihnen Professor Schiller vorstellen von der Freien Universität Berlin aus dem Institut oder vom Institut für Informatik der Freien Uni. Und ich bin sehr gespannt auf Ihre Begründung. Bitte schön.
Ja, vielen Dank. Es ist immer gefährlich, ein Prof hier vorne zu stehen. Ich komme nicht eigentlich aus dem Bereich Sicherheit und IoT. Und da könnte ich jetzt ohne Konzept wahrscheinlich Stunden reden. Mache ich nicht. Sie haben ja schon gesehen, es ist ein bisschen schwer, ne, zwischen Beton, CO2 und Sprache auszusuchen. Das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, das ist ganz klar. Warum haben wir uns für Machtsprache entschieden? Sprache, ich meine, das ist ganz klar, kann relativ mächtig sein. Wir wissen das alle und manchmal ist die genaue Wortwahl dann doch entscheidend. Bewusst, unbewusst treffen wir natürlich manchmal einen richtigen Ton oder auch nicht, die passende Formulierung vielleicht auch nicht. Dahinter steckt naja, Erziehung, Kultur, Umfeld, ganz viele Einflüsse, das ist klar, das ist auch nichts Neues. Naja, Englisch können wir alle irgendwie, aber trotzdem wird natürlich mehr und mehr automatisiert übersetzt. Das ist auch nichts Neues, die EU stellt schon seit längerem gar keine ÜbersetzerInnen mehr ein, das macht eigentlich der Rechner. Also der Computer macht es irgendwie und das hört sich doch irgendwie neutraler. Ne? Der Computer macht es irgendwie, der Computer, aber wir wissen alle, da stecken irgendwelche Algorithmen dahinter. Hinter Algorithmen stecken typischerweise Menschen, ja, die können sich auch selber schon ein bisschen programmieren, aber meistens sind es doch irgendwo Menschen. Und die entwickeln die Algorithmen, füttern die mit Daten. Okay, und da fängt auch schon eins der Probleme an. Es gibt nämlich auf der Welt keine neutralen Algorithmen. Die gibt es einfach nicht. Bei der Übersetzung immer fließt auch das Weltbild der EntwicklerInnen mit ein. Das ist klar. Also häufig eher unbewusst konsumieren wir ganz automatisch Übersetzungen mit gewissem Weltbild. Können wir sagen, das ist uns egal, aber naja, wo nutzen wir das? Ja, vielleicht mal, naja, wir wissen nicht ganz weiter. Nehmen wir Google Translate, so eine typische Sache, ob man es mag oder nicht. Dann nutzen wir das und dann wird ganz selbstverständlich aus, das sind auch die Beispiele, die gezeigt wurden, Science Teacher, der Lehrer für Naturwissenschaften, okay, und Home Economics Teacher, naja, die Hauswirtschaftslehrerin, okay. Nursery Teacher sind bei Google ganz klar weiblich, das wären dann irgendwann Kindergärtnerin und Physics Teacher, das sind männlich, also willkommen beim klassischen Rollenbild in der binären Welt. So, ebenso finden Sie natürlich zahlreiche kritische Begriffe bei Übersetzungen und wir hinterfragen oftmals die Bedeutung nicht so wirklich, vielleicht wissen wir es auch gar nicht. Vielleicht ist die Verwendung gar nicht richtig angemessen. Okay, dann im Englischen zu bleiben, ganz ehrlich, das ist auch ein bisschen ein mieser Kompromiss. Ne? Wir denken, das ist dann cooler, besser, aber die Begriffe sind deswegen nicht besser. Also können wir nicht einfach aufpassen. Das wäre schön, das würde aber nicht klappen. Warum brauchen wir jetzt Technologie? Warum brauchen wir jetzt eine Software, die uns unterstützt? Machtsprache hat unter anderem eine Browser-Erweiterung, die sich jetzt genau zum Beispiel bei Google Translate mit einklingt und dann hinweist auf problematische Übersetzungen, kritische Begriffe hervorhebt, Alternativen vorschlägt. Warum brauchen wir das? Naja, wir sind alle typischerweise keine ExpertInnen im Umgang, sensiblen Umgang mit der Sprache. Ganz ehrlich, vielleicht sind wir auch abgeschreckt von manchen Entwicklungen. Sie haben sicherlich gehört, manchmal ist Wokeness ein Schimpfwort, wird von Sprachpolizei gesprochen, das will man eigentlich nicht. Eigentlich ist das Quatsch, das lenkt von der Problematik, von der eigentlichen ab. Wie können wir jetzt sensibel mit Sprache umgehen? Was hat uns gefallen? Macht Sprache, macht von Anfang an eine gewisse Leichtigkeit in der Nutzung. Das ist also nicht der erhobene Zeigefinger, der sagt, hey, das darfst du nicht, sondern eher, naja, wir stupsen dich so ein bisschen an. Die Basis, die dahinter steckt, die ist sehr solide, das ist also kein Leichtgewicht, die Diskussion hier in den Begrifflichkeiten. Also kollektives Sammeln, Diskutieren von Begriffen, von Übersetzungsbeispielen auf der Plattform, das wird alles gemacht. Es wurden Veranstaltungen durchgeführt und das zum Schluss hat dann zum Textchecker geführt, zu einer Browser-Erweiterung. Leichtigkeit ist wichtig, auch wenn das Thema alles andere als leichtgewichtig ist. Das ist ganz klar. Wenn es nicht leichtgewichtig in der Nutzung ist, wird es nicht akzeptiert. Dieses Werkzeug klingt sich also automatisch ein, gibt Hinweise zu kritischen Begriffen. Man wird dann automatisch merken, aha, Physics-Teacher, Achtung, pass mal auf, ein deutscher Physiklehrer ist vielleicht nicht immer so ganz sinnvoll, vielleicht gibt es ja auch die Physiklehrerin, das soll ja tatsächlich vorkommen und dieses permanente leichte Anstupsen, das hilft uns. Hilft uns sozusagen ohne Mehraufwand vielleicht die Übersetzung ein bisschen besser zu machen und dadurch vielleicht nachhaltig unseren Umgang mit der Sprache helfen zu verändern. Von der ganzen Jury, ich habe es ja schon angemerkt, es war schwer zu entscheiden, wie soll ich jetzt zwischen CO2 und Sprache entscheiden, das ist ganz klar. Was uns aber überzeugt hat, war sozusagen diese Leichtgewichtigkeit, dieses Einbinden von einem nicht so einfachen Thema. Von daher Glückwunsch von allen in der Jury, alles Gute für die Zukunft. Wir hoffen natürlich auf hohe Downloadzahlen und Zahlen an vielen Nutzerinnen und weite Verbreitung der Software. Vielen Dank. Dankeschön, Jochen Schiller, Professor Jochen Schiller. Das heißt also, das wäre jetzt tatsächlich meine erste Frage, das kann man jetzt schon nutzen, jeder von uns? Genau, also das ist einfach im Google Chrome Store bisher runterzuladen und aktuell auch frei zugänglich für Google Translate. Und ich nehme vielleicht die nächste Frage schon vorweg. Wir planen auch eine Erweiterung für DeepL, was tatsächlich das Programm ist, was Lucy und ich
beide selbst mehr benutzen. Mhm. Genau. Und also es gibt viele Pläne noch. Ja, also dich benutze ich auch übrigens, Diebel. Aber Sie sind vier. Vier mit einem gemeinsamen Ziel. Wie haben Sie sich gefunden? Wie haben Sie Ihr gemeinsames Ziel gefunden? Ja, Anna und ich haben außerdem auch eine andere Plattform für postkoloniale Literaturen, was unser Hintergrund ist. Und, was für Literaturen? Postkoloniale Literatur. Postkoloniale Literatur. Genau. Okay. Und da hatten wir das gute Glück, Timur und Kolja kennenzulernen, weil die unsere Website-Developer waren. Und wie lange machen Sie das? Also Machtsprache haben wir tatsächlich letztes Jahr im Januar angefangen. Das heißt noch ganz frisch sozusagen. Okay, also noch in der Rennpferdphase. Dann wünschen wir viel Erfolg beim Übergang zum Brauereipferd und bei weiteren Erfolgen. Das ist nochmal Ihr Applaus der Deep Tech Award 2022 für Machtsprache. Dankeschön. Und viel Erfolg und viel Spaß mit dem Geld. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen. Sie haben das großartig gemacht. Nochmal einen großen Applaus für Stefan Schwarz. So, wir haben 5 Gewinner. Wir haben aber auch noch ein paar mehr. Ich habe das ja schon angekündigt. Unsere Kooperationspartner haben sich auch noch mal was überlegt. Immaterielle Preise gestiftet und die müssen nicht zwangsläufig an den jeweiligen Gewinner gehen. Die kannten ja nur die Finalisten, da habe ich hier nochmal so einen großen Stapel an Preisen, die sich jetzt alle bei mir abholen können, die genannt werden. Ich freue mich, von Berlin Partner eine Jahresmitgliedschaft in deren Netzwerk zu übergeben, und zwar an Spoke.ie. Gerne einen Applaus. Das ist ein ganz dicker, großer Umschlag, der kurze Weg. Herzlichen Glückwunsch. Bitte schön, viel Spaß damit. Ich hoffe, es bringt Sie ein großes Stück weiter. Von Echo ist es ebenfalls eine Jahresmitgliedschaft und die geht an Klaus. Das sieht dann so aus. Bitte schön, viel Erfolg damit. Herzlichen Glückwunsch. So. Das IoT Plus Network, frisch gegründet, haben wir gelernt, wird auch eine Jahresmitgliedschaft vergeben. Und vielleicht hat es der eine oder andere in der ersten Reihe gerade schon erlinst. Micropsy Industry bekommt diese Jahresmitgliedschaft. Bitte schön, noch einen oben drauf. Werden sich die CEOs freuen? Haben Sie eigentlich eine Standleitung darüber? Ja? Haben die schon gejubelt? Ah, okay. So, Medianet, ich werde das mal zusammenfassen mit Bearchain. Medianet vergibt eine Jahresmitgliedschaft und Bearchain vergibt einen sehr wertvollen Speaking-Slot auf einem Bearchain-Event und beides geht an Style Protocol. Ein Applaus für Style Protocol. Okay, zweimal, ich zeige Ihnen das auch, dass das mit Dingen zugeht. Bitte schön einmal, Moment, aber es gibt auch noch einmal mit Schutzhülle hier. Möchten Sie die Schutzhülle auch? Da gibt es auch noch oben zu. Bitte schön. Und noch mehr. So, der VDE. Der vergibt sogar eine dreijährige Mitgliedschaft und die geht an die Authentic Taberna GmbH. Applaus! Kommen Sie hoch! Einen großen Applaus nochmal. Im Moment des Ruhms vom VDE, den haben Sie überzeugt. Bitte schön, viel Erfolg wünsche ich Ihnen. So. Und ein weiterer Finalist wird ausgezeichnet von Get Started bei Bitkom. Auch hier geht es um eine Jahresmitgliedschaft und die bekommt Alcimi. Das habe ich hoffentlich richtig gesagt. Alcimi. Bitteschön.
Ihre Mitgliedschaft. Nutzen Sie sie. Ja? Sie haben ja gelernt, Verbindungen sind zumindest mal, wenn nicht alles, dann doch sehr, sehr wichtig. So. Und last but not least habe ich hier noch vom SIBB eine Jahresmitgliedschaft. Und die geht an Verimi. So, was habe ich hier noch? German Accelerator Fast Track Ticket. Steht nicht auf meiner Liste, aber wird dann doch vergeben, ne, wenn ich sie in der Hand halte. Style Protocol ist unser letzter Gewinner. Wohin damit? Also, ich würde mal sagen, ein großer Erfolg, ja? Genau. Und jedes Mal erfolgreich gemanagt. So, wir sehen uns alle hier gleich nochmal wieder zum Abschlussfoto, was wir mit allen Gewinnern hier machen werden. Für mich ist an dieser Stelle der Moment gekommen, nochmal allen Danke zu sagen. Alle, die hieran mitgewirkt haben, vor allen Dingen die Jury, die sich so intensiv und mit so viel Begeisterung damit auseinandergesetzt hat und sich bereits aufs nächste Jahr freut. Wenn Sie wollen, wenn Sie jemanden kennen, spread the word. Ja, das nächstes Jahr brauchen wir ebenfalls, freuen wir uns ebenfalls auf Deep Tech-Startups, die sich dann gerne um den Preis bewerben können. Sie sehen, das lohnt sich. Es gibt jede Menge Geld zu gewinnen. Es gibt jede Menge Ruhm und Ehre. Es gibt das Pressepaket, möchte ich noch mal drauf zurückkommen, mit Videoproduktion, mit Podcast und allem drum und dran. Nächstes Jahr dann wieder. Am besten folgen Sie immer dem Hashtag Deep Start Award und Deep Tech Technology. Folgen Sie uns auf Twitter. Und verpassen Sie keine der Neuigkeiten, vor allen Dingen nicht den Bewerbungsstart. Die Aufzeichnung der Preisverleihung, wenn Sie nochmal sehen wollen, auch mit allen Videos übrigens nochmal von allen Teilnehmern. Hier war ja vielleicht das eine oder andere mal ein bisschen zu laut, ein bisschen zu leise, können Sie sich in Ruhe nochmal angucken, lade ich Sie ein. Es gibt das alles auf YouTube und erfahren tun Sie natürlich auch viel in dem Podcast Let's Talk About Deep Tech. So. Also an dieser Stelle noch einmal herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner. Herzlichen Glückwunsch an Sie. Es geht jetzt raus. Es geht jetzt an die Bar und ans Buffet. Und für alle Gewinner geht es nochmal hier oben auf die Bühne für unser Abschlussfoto. Vielen Dank. Bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Euch alle direkt gleich hier hoch, damit wir unser schönes Abschlussfoto haben. Ab an die Bar, genau. Für alle anderen, ab an die Bar. In den schönen Sommerabend. Direkt an der Spree.